Starten. Hier läuft es schon. Jetzt gucken wir mal, ob es da läuft. Es wäre ja Knorke, es braucht kurz. Es wäre öffentlich. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Es reicht vielleicht direkt durch, Digga. Dann müssen wir auf YouTube gehen. Dann müssen wir hier drauf gehen. Und bevor wir alles lesen und sehen können, müssen wir hier drauf gehen. Und hier muss ich das machen. Perfekt, wir sind online. Finde ich gut, Marshall. Erster, ja, ich habe Bauarbeiter im Haus, wie du hörst. Drehen richtig durch hier alle. Hier wird richtig gefliest, mein Lieber. Aber sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, jetzt wird es richtig wild. Wieder Livestreamen. Ich habe es leider nicht ganz geschafft. Dieses scheiß Logo mit GIMP. Ihr wisst nicht, wie ich diesen Computer fast ins Nevada gestöpselt hätte. Ich hätte diesen Computer samt Bildschirm fast in die nächste Ecke gedrückt. Vor Zorn. Also Christian Erster, Dr. Jonas Zweiter, Lord Sammy Dritter, Daue Vierter, Clash of Clans. Moin. Ja, geht doch schon mal richtig los. Melonenpower-Rakete. Moin, Servus. Geht's euch allen gut? Habt ihr Bock? Schaut mal heute sogar mit Musik. Ich hoffe, Musik ist nicht zu laut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es passt von der Lautstärke her. Wie gesagt, die Bauarbeiter im Hintergrund, die kann ich leider nicht verschwinden lassen. Aber das ist ja nur vorübergehend. Ja. Hören mal lieber der Gruppe BWO. Ja, darum kümmere ich mich auch noch. Super. Perfekt, passt alles. Siehst du, wir haben schon wieder Qualität hochgebracht, alleine nur mit der Musik. Das war schon wieder so ein richtiger Game Changer. Richtig geil. Romano streikt, nicht schon wieder. Erster FC Streik. Das hat mir schon so viele Nerven gekostet, wirklich. Das hat mich schon richtig, richtig genervt. Oh Mann, jetzt muss ich hier aber mal kurz gucken. Nicht, dass wir hier durchdrehen. Wir fangen an. Ich habe mir Folgendes überlegt. Passt auf. Wir haben natürlich auch einen Plan des Ganzen. Snay ist auch da. Salute. Ich mache erstmal den Angriff im CW, damit ihr was zu lachen habt. Ja, so brechen wir das Eis. Danach ist der Plan. Ich würde gerne testen. Pass auf, ich will kurz mal was gucken. Drei Leute könnten. Könnten wir in die Top 100 noch kommen? Ist das gerade aktuell? Pass auf, beste Clans hier, lokal. Muss ich jetzt mal schnell schauen. Wo stehen wir denn aktuell? Wo sind wir denn jetzt hier? Alter, wo sind wir denn hingelegt? Tschüss! 141! Wie sind wir denn da hingekommen? Elias, Chills, Servus! Wie sind wir denn da hingekommen? So weit nach hinten. Was ist denn da passiert, Freunde? Das kann ich ja gar nicht leiden. Jetzt ist Broken, ist auch da. Servus. Jetzt machen wir erstmal hier was ganz Obligatorisches, bevor ihr jetzt alle durchdreht. Ja, wer kennt's nicht? Ich trinke erstmal auf euch und dann würde ich sagen, vergewaltigt ihr erstmal den Like-Button. Und wenn ihr dafür absolute Gerechtigkeit gesorgt habt, dann würde ich sagen, vergreifen wir uns an den Gegner. Ihr seht schon, ich habe Super Bowler ausgebildet. Bin ein bisschen enttäuscht von der Gesamtsituation, dass die Superbogenschützen jetzt hier genervt werden. Das zwingt mich natürlich dazu, erstmal wieder was Neues zu testen. Aber das kann jetzt richtig nach hinten losgehen, das Ganze. Ihr wisst Bescheid. Ich muss erstmal meinen Warden umstellen hier. Erstmal auf Boden machen. Und dann wird es richtig, richtig wild. So, jetzt erstmal meinen Bildschirm weg. Moment, ich muss das schnell fixen. Hier ist nämlich was passiert. Das möchten wir nicht. Wir möchten gerne unseren Bildschirm wieder zurückhaben. Dankeschön. Wichtig und richtig, dass das passiert. Na, kommt er auch wieder? Ja, da ist er wieder. Perfekt, okay. Guten Morgen, Servus. Wollen wir gemein. Welche Heldenbücher soll ich mitnehmen für meine Helden, wenn ich jetzt Super Bowler spiele? Was soll ich ausrüsten? Schreibt mal in die Kommentare, was soll ich überhaupt ausrüsten, wenn ich mit diesen Dullis hier rumwundere? Ich würde sagen,
dass ich den Handschuh und den König so belasse. Ich habe die Gift-Echse, die ist bei mir auf Level 2, die bringt gar nichts, Sammy. Den normalen Pfeil, sagst du? Okay. Den normalen Pfeil. Statt Frostpfeil? Christian, Frostpfeil raus und den normalen Pfeil rein, oder was? Was? Hey, ja, okay. Also du meinst jetzt diesen Pfeil hier, den soll ich, den Riesenpfeil soll ich mitnehmen, oder was? Tach, tach. Grüß dich. Nein, Frostpfeil ist Best Gear für Queen. Warden Equipment so lassen. Okay, Warden lassen wir doch mal so. König hätte ich gesagt, lassen wir auch mal so. Piercing Arrow ist Müll. Jetzt verwirrt er mich aber. Also die Gladi müssen wir so lassen. Den Warden lassen wir mal so. Und wir werden den König so lassen. Aber jetzt müsst ihr euch entscheiden, was wir mit der Königin noch machen. Welches Gear wir da reinnehmen, weil sonst drehen wir hier gemeinsam durch. Und da müssen wir uns erstmal einen Gegner raussuchen, bevor ich mich jetzt hier zum Mops des Tages mache. Jonas King, moin moin. Grüß dich, mein Lieber. Hast noch nichts verpasst? Wir sind gerade noch im Equipen und wollen hier gerade noch ausdiskutieren, was denn hier bei Warden Heal for Rage. Dauer, lass mich den Spaß, du Dulli. Ah, Christian will mich schon wieder in die Irre führen hier, oder? Ah, das glaube ich jetzt alles nicht. Ich dachte, der supportet mich. Also soll ich hier auf jeden Fall mal danach gucken. Passet auf hier. Wir drehen erstmal nicht durch. Ich habe die Piercing Arrow ist die beste Gear. Stehst du auf Piercing Stour? Okay, wir müssen uns entscheiden, was wir jetzt tun. Sonex, grüß dich. Grüezi, grüezi, hab die vertauscht. Also, ich lasse jetzt mal den Frostpfeil drin. Den Warden, soll ich wirklich das Buch da reinmachen? Das Buch der Besserung? Soll ich das wirklich reinhauen? Jonas, du mobst den direkt weg. Tschüss. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, okay, gut. Dann hau ich das Buch rein. Ja, ausrüsten, du Dulli, für das da. Richtig? Wenn du Recall spielst, Heilbuch, sonst Life-Gem. Was spiele ich? Was habe ich denn ausgebildet? Habe ich überhaupt einen Recall dabei? Nee, habe ich gar nicht dabei. Siehst du, ich spiele ohne Recall. Weniger Timefails. Sonst Life-Gem. Also machen wir den Life-Gem rein. Wo ist denn jetzt diese Kackschmiede? Wo ist der Warden? Da. Also Life Gem ausrüsten für das da. So. Spiel Rage und Life Gem auf dem Warden. Okay. Dann rüsten wir das noch aus. Batz, batz. Und dann spielen wir das so. Okay. Jetzt müssen wir langsam mal angreifen hier. Weil sonst sind wir ja. Ach, tschüss, was hier passiert. Aber meinen haben sie noch nicht angegriffen. Und ich weiß jetzt wieder, was Christian sagen möchte. Du suchst jetzt einen Rathaus. 15er. Den ewigen Wälzer brauchst du nicht. Brauche ich den nicht? Habe ich den drin? Den brauche ich gar nicht. Dann nehmen wir das da. So dann jetzt, oder? Final. Dann jetzt so. Tome braucht kein Mensch. Okay, gut. Wenn ihr das sagt, ihr seid die Profis. Ihr seid die. Wieso trollt ihr so? Ich verarsche mich. Verkackt das hier gleich richtig gegen den Rathaus 15er vor allem. Das darf nicht passieren. Wir gucken uns das jetzt hier erstmal in aller Seelenruhe an, bevor wir jetzt hier was machen. Also, mein Plan ist wie folgt. Wir sehen ja hier, was wir dabei haben. Ja, ich würde mit dem Katapult Tatsache spielen. Und ich würde danach gucken, dass. Passet auf, lasst mich kurz nachdenken, bevor wir hier durchdrehen. Ich würde hier einen Yeti herspielen. Und wenn ich den Yeti hingespielt habe, dann würde ich da den Scattershot hinbasteln. Ja? Das wäre meine Idee. Mit dem Queen Charge würde ich hier unten anfangen, dass wir da Richtung Rathaus reinsnacken können. Ja, das heißt, ich müsste jetzt gucken, dass ich mit dem König vielleicht hier langlaufe und dass wir dann einen Funnel haben. Ist das eine gute Idee oder ist das eine eher nicht so dolle Idee? Oder wir lassen das hier und spielen die Königin hier so rein. Und gehen dann entweder von hier oder von da dann in die Mitte rein. Das können wir auch machen. Ich würde auch einen Warden Walk spielen, Tatsache. Keinen Queen George, so rum.
Ich würde sagen, wir testen das einfach mal aus, oder? Das ist so ein Scheiß, dass Supercell mir da meine Superbogenschützen nimmt. Das kotzt mich ein wenig an. Einfach rein, Testo. Habe ich Testo da? Also ich distanziere mich ganz klar von jeglicher Art von Medikamentenmissbrauch. Jetzt gucken wir aber mal, ob wir hier kurz tanken können. Aber nein, wir können hier gar nicht mehr tanken. Jesus Christ. Ja, das ist das Leben das ist das Leben als Schauspieler, ja, als Künstler. Da bist du auf jeden Fall mal richtig gearscht. Also geh mal rein hier, komm, was soll's. Geh mal rein in den Kanickel, gucken uns den Scheiß an. Genau. Also, meine Strategie dahingehend wäre hier Gerechtigkeit. Kriegt die Luftabwehr das mit? Nee, das kriegt die nicht mit. Perfekt, finde ich gut. Finde ich gut, Marshall. Dann möchten wir hier Dinge tun. Bababababatz. Und lassen erstmal laufen. So, jetzt basteln wir das dahin. Wir haben ja jetzt schon geguckt, ob da Tesla sind. Da sind ja keine. Und lassen den mal laufen, den Kollegen. Ah ja, jetzt kann ich natürlich nichts spielen, was fangen würde. Jetzt muss ich den Dulli halt laufen lassen. Das wäre jetzt, wir könnten, der springt ja eh drüber, ne? Das juckt den ja eh nicht. Der Flamejodelflinger direkt in Expo. Nein, da wird schon nichts passieren, glaub mir. Da wird schon nichts passieren. Wir lenken den einfach ab, guck. Wir lenken den einfach ab. Da passiert nichts. Dreh nicht durch, Junge. Du musst mir vertrauen. So. Jetzt machen wir hier mal einen Testballon rein. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, ne? Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Wir müssten jetzt hier eigentlich schon mal richtig reinjodeln. Und das machen wir jetzt, glaube ich, auch. Batz, batz, bababatz. Und dann greifen wir hier mal richtig rein an. Ja, hätte ich gesagt gehabt. Let's go. Dicke Hits. Hier mal zünden. Dann hier mal reinzünden. Ganz, ganz dicke Hits. Dann hier mal in einen Rage rein. Oh, da ein Freeze rein. Wichtig, dass das passiert. Da freezen wir und hier ragen wir rein. Da kommen dicke Hits. Da freezen wir auch einfach hinterher. Und dann ragen wir da nochmal. Und dann sollte es doch eigentlich funktionieren, oder? Babatz, da machen wir auf. Hier räumen wir mal auf. Fix. Hier spielen wir das nochmal mit rein. Was sagt ihr bisher? Kacke, oder? Tornadefalle. Ah, ich weiß nicht. Ich bin der allerschlechteste Dulli, den es gibt, Freunde. Ich bin der allerschlechteste Dulli. Es ist so bitter. Jetzt muss ich hier aufpassen. Upp, sonst ist die Königin nämlich gleich Geschichte. Das möchten wir natürlich nicht. Schade. Ich bin irgendwie nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Aber da machst du auch nichts. Kuschelmaus lacht schon. ja, warum springst du ins Rathaus? Weil immer alle sagen, ich soll, warum hast du keine Unbesiegbarkeit auf dem Wächter? Weil ihr mir gerade gesagt habt, ich soll das so und so ausrüsten. Das habt doch ihr gerade gesagt. Aber ihr wisst doch, dass ich ein Dulli bin. Ich kann einfach keine Super Bowler spielen. Ah, Freunde, was machen wir hier nur? Aber es wäre natürlich nicht der Dulli, wenn er nicht die Hydra schon ausgebildet hätte. Ich muss aber irgendwas anderes lernen. Einfach am TH vorbeispringen. Ja, da habt ihr wieder was zu lachen, hä? Da habt ihr wieder was zu lachen. Der Dulli ist mal wieder richtig gegen die Wand gejodelt. Jetzt pass auf hier, Freunde. Es reicht jetzt. Ich habe die Schnauze voll mit dem Scheiß hier. Was würdet ihr davon sagen, wenn wir einfach statt Superbogenschützen eventuell auf Supermagier umsteigen? Sind die worth it? Haben die was auf dem Kasten? Hast du mal Queen Charge Hybrid ausprobiert? Ja, und das sah genauso aus wie mein Super Bowler. Never ever. Romano ist auch da. Ich dachte, du bist auf Streik. Nur so als Idee. Ja, ist eine geile Idee, Maximilian. Tatsache, aber ich bin so ein schlechter Queen Charge Dulli, wirklich. Ich kann nichts außer Hydra spielen. Ich könnte noch E-Drachen spielen. Was ich auch gespielt habe, ist A Queen Charge Recall mit E-Drachen. Das habe ich mir bei Itzu abgeguckt. Aber da hatte ich meine E-Drachen noch nicht max. Das könnten wir noch mal ausprobieren, die Tage.
Superbogies sind immer noch gut genug. Ja, ich weiß nicht. Also, Christian, der macht mir hier schon wirklich jede Hoffnung kaputt aktuell. Also, das ist wirklich schon richtig stressig. Snicky ist auch da. Snicky, du Dulli. Hey, du hast gerade hier das Beste verpasst. Das Allerbeste. Das Warden-Equipment ist crazy, schreibt Paul. Ihr habt mich hier in das Licht geführt. Jetzt muss ich erstmal wieder das ausrüsten, was ich für die Hydra brauche. Weil sonst haben wir hier gleich ein Riesendesaster. Und zwar spiele ich auf der Hydra, spiele ich immer den Wutkristall. Klar. Glaube ich. Und den ewigen Wälzer spiele ich drauf. Ist mir scheißegal, was ihr von dem haltet. Ich finde ihn klasse. Ich finde ihn gut. Den kann man so spielen, Tatsache. Also so spiele ich immer. Was ist los? Mein Löwe, mein Bär. Der Kaiser hat gesagt, die sind immer noch gut. Ja, wenn der Kaiser das sagt, ja, den seine Queen, die ist ja auch von Supercell gesegnet, ja. Die hat ja Weihwasser getrunken von Supercell. Ich will ihn unbedingt. Ich will ihn unbedingt besiegen, diesen Kaiser. Ah, Fini, du bekommst hier erstmal Liebe, bitteschön. Ich möchte ihn unbedingt haben. Keine Ahnung, ich habe so Bock drauf, mich mit denen zu fetzen. Oh, scheiße, ich glaube, das war jetzt ein bisschen stressig. Ne, hat noch gepasst. Moin, Neo Royal ist auch da. Wie findest du das neue Update? Nicht so knorke, muss ich sagen. Weil meine Lieblingstruppen, die ich immer zum Jodeln brauche, ja, der Jodler Club. Der Jodler Club wurde genervt und das ist überhaupt nicht gut. Skipio macht live CW-Hit. Ja, wo denn? Ich kann es nicht einsehen. Wo? Community, Community, Skipio. Ich sehe. Ah, doch, da, wir können es ansehen. Cool, finde ich gut. Danke. Jodli, ja, let's go, Skipio! Gib Gas hier! Zeig, was du kannst. Guck mal, der muss einen Rathaus 15er besiegen. Da machst du nichts, kannst zusehen. Das machen wir jetzt auch. Wir gucken uns das hier an, aber ich sehe hier noch nicht so viel. Subtranix, moin ihr Dullis. Cheers auf dich, weil du hier bist und ich dich liebe, genauso wie ich alle hier liebe. Der Scipio, da merkt man immer, der plant und plant und plant und plant. Ich weiß nicht, wie der das immer macht. Okay. Da wird erstmal gejodelt. Vielleicht können wir ja noch was lernen, ja? Vielleicht können wir ja Queen Charge lernen. Dr. Nurgle wieder am Start, ne? Der ist immer am Start. Oh, jetzt kommen hier aber ganz dicke Hits. Hatte mein Gegner eigentlich gerade was in der Klangburg oder habe ich das in dem ganzen Chaos gar nicht wahrgenommen? Kann ja passieren. König geht da rüber. Okay, Queen jetzt. Ah, okay, ich weiß, was er will. Er will da in die Mitte rumjodeln. Wichtig. Wir spielen gerade deutschen Clan, okay. Was glaubt ihr, wie viele Sterne holt Skippy jetzt hier? Wenn es kein Time-Fail wird, sage ich drei. Hundertprozentig drei. Oh, Doppel-X-Bogen. Das ist natürlich schon Knorke hier. Das tut richtig weh. Der spielt vier Headhunter. Wahnsinn, vier Headhunter, ganz klar drei. Starke Analyse, ja, was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Der jodelt jetzt hier durch, pass auf, ich sag dir, was hier passieren wird. Der wird jetzt hier gleich die Queen rausjodeln, da. Dann pimmelt er hier weiter Richtung Rathaus. Und sobald er dort ist und da angefangen hat zu schießen, dann sage ich euch ganz ehrlich, startet der Lalo. Da ist er schon, siehst du? Der kommt sogar zu früh. Also, ich weiß nicht, ob es zu früh ist, aber ich bin halt ein Dulli. Daneben soll Daue, damit die Truppen. So, guck, Rathaus hat er easy gekriegt. Königin nimmt jetzt hier den Scattershot raus und dann ist es auf jeden Fall kein Problem mehr für die Ballons da, für absolute Gerechtigkeit. Ja, das wären locker drei. Also, wenn er da keine drei holt, dann frage ich mich auch. Guckt, und der hat auch den ewigen Wälzer drinne. Der hat auch den ewigen Wälzer drinne. Und das ist gerecht, die Klasse sieht gut aus. Ich glaube, das könnten wirklich drei werden. Wenn die Königin jetzt nicht immer so lange da rumpimmeln würde mit den Mauern, dann könnte das schon funktionieren. Wir haben noch 45 Sekunden. Der kann die Gladi ja auch noch zünden. Ja, easy. Also ganz easy. Kannst dem eine Scheibe abschneiden. Da hast du recht. Nicht nur eine. Da müsste ich ein ganzes Brot nehmen.
Da müsste ich ein ganzes Brot nehmen. Was dauert? Kommt der Gift nicht eigentlich auf die Truppen? Für einen Freund. Vielleicht hat er den auch einfach manchmal. Guck, mit den Wurstfingern sieht man ja nicht so richtig. Können wir hier noch jemanden zugucken aus der Community? Wer greift denn hier noch an? Finny? Wer möchte denn hier noch? Oder sollen wir unseren zweiten Angriff mit. Ah, nee, wir können doch nicht für Gerechtigkeit sorgen. Wir können hier sowieso nichts mehr reißen. Also ich kann nichts mehr angreifen. Was. Ah, wobei. Ich könnte hier unten noch angreifen. Wir werden den mit der Hydra bestrafen. Da muss ich aber drei holen. Oh, Gifttürme. Ganz, ganz schwierige Kiste. Oh, das ist ja eine schwierige. Was ist das für eine Base? Habe ich noch nie gesehen, sowas. Okay, folgender Vorschlag. Den jodeln wir. Den jodeln wir mit der Hydra weg. Sobald wir können. Dauert noch kurz. 20 Sekunden. Also einer kann hier noch einen Angriff machen. Rabatz, vielleicht sehen wir noch einen, der hier gerne mal für Gerechtigkeit. Son Goku? Schauen wir mal ganz, ganz unverfroren hin. Durch Monster Romano nicht in der Friendlist, ja, weil meine Freundesliste in einer Tour irgendwie komplett, komplett voll ist. Ich habe jetzt immer wieder welche rausgeschmissen, aber da kommen immer so viele nach, die alle, ich kann nicht mehr alle annehmen. Das geht gar nicht. Verstehst du? Aber vielleicht muss ich mal einen Inaktiven nochmal rausjodeln. Oh, guck mal, hier wird auch wieder gejodelt. Oh, da ist ein Giftturm. Das mögen wir natürlich nicht. Aber der kommt an. Der scheint anzukommen. Oh, wie der ankommt. Wie der angekommen ist gerade, oder? Das war ja wirklich. Machst du heute noch Dorfbesuche, Boxer? Na klar, machen wir Dorfbesuche. Steht außer Frage. Wir gucken uns jetzt hier gerade mal den Fix an. Und dann drücken wir hier mal drauf. Und dann geht's los. Sobald der Angriff hier vorbei ist. Skandal, dass du One Remain noch nicht in der Liste hast. Ja, ich habe einige nicht in der Liste. Das ist Dr. Jonas wird sich beschweren. Daue. Servus Gamasu ist auch da. Cheersy. Geht in den ersten FC-Streik. Hör mir mit diesem Clan auf. Wirklich. Es reicht doch. Razzi ist auch da. Grüß dich. Es reicht doch, dass jetzt Thomas Tuchel Bayern verlassen muss. Da muss doch nicht mein Trainerstuhl auch noch wackeln, oder? Also ihr macht es mir auch nicht leicht jetzt hier langsam. Ja? Wir wollen den Kaiser stürzen und alles das, was ihr tun wollt, ist streiken in deiner Tour und mich. Oh, dicker Hit. Und mich hier fertig machen. Könntest du ein paar Angriffe aus dem CK zeigen? Klar, ich bin so froh, dass Tuchel weg. Ich sag dir ehrlich, es lag nicht am Trainer. Also, wenn du meine Meinung dazu hören möchtest, können wir das mal vertiefen. Ich sage, dass es nicht gut, der Trainer auch eine Teilschuld hat, aber nicht nur im Trainer lag Tatsache. Genauso wie das hier jetzt auch nicht wirklich an den Truppen lag. Wenn ich das mal so bescheiden sagen darf. Da geht's schon los, Digga. Pass auf. Erster FC-Streik. Ich ziehe euch alle durch den Bildschirm, wirklich. Jeden Einzelnen. Erster FC-Streik, das bist du. Warum? Vor allem warum? Der gründet jedes Mal den ersten FC-Streik. Warum? Frage ich mich. Wir können angreifen. Das machen wir jetzt. Und danach machen wir Besuche, okay? Jetzt greifen wir erstmal noch an, hier sorgen für Gerechtigkeit. Wir müssen ja fast schon für Gerechtigkeit sorgen. Ich spähe noch mal kurz drauf mental einstellen. Ja. Der Warden steht. Das passt alles soweit. Okay. Wir müssen jetzt halt richtig, richtig, richtig gottlos jodeln. Ja? Das ist wirklich, wirklich wichtig. So. Denn. Erstmal das hier korrigieren, weil sonst drehe ich gleich, sonst hätte ich wirklich die Krise gekriegt. 1, 2, 3. Und jetzt machen wir das so. Und dann pimmeln wir an dem Luftfeger vorbei. Pass auf, wenn das klappt. Nee, um Gottes Willen. Oh Scheiße, ich bin am Arsch, Digga. Ich bin am Arsch! Die Blimp hat ja gar nichts ausgehalten. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt müssen wir halt den Scattershot da wegkriegen. Aber 2, 3, 4. Aber ich glaube, wenn wir den Scattershot da wegkriegen, dann ist das, glaube ich, doch worth. Wenn wir da die ganze Seite weggepimmelt haben, ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Okay, kriegen wir das hier noch raus? Könnt ihr euch darum kümmern? Nee, das war, glaube ich, dumm jetzt.
Das war, glaube ich, nicht klug. Okay, nicht weiter tragisch. Wir drehen nicht weiter durch. Und zwar starten wir jetzt die Hydra von hier oben. Hier dürfen Loons sein. Babababatz, und rein da. Und dann lasse das Jodeln beginnen. So, pass auf. Wir drehen nicht durch. Wir wissen, dass wir hier unten die Helden haben. Wir haben hier die Helden. So. Es wird halt extrem kritisch hier. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Wenn wir nur daran glauben, dann könnte das eigentlich funktionieren. So, Königin, du musst jetzt da lang laufen. Du musst das tun. Der Giftturm geht da lang. Okay, wenn ich jetzt irgendwie da reinkomme und das Rathaus necken könnte, das wäre Gold wert. Das wäre Gold wert, wenn wir das hinkriegen würden. Königin muss ich zünden. Gladi auch. Wichtig. Dicke Hits. Ja. Ja, sieht doch schon mal gar nicht mehr so dolle aus. Wenn wir jetzt noch den Scattershot hinkriegen. Ja. Oh, da stehen noch zwei Single Infernos. Das ist nicht mehr ja. Das ist überhaupt nicht ja. Pass auf, wir müssen jetzt was machen. Und jetzt zünden wir den König, weil der soll die Königin beschützen. Derweil sollte der Single Inferno fallen. Strategisch gesehen kann das klappen. Ja. Der Dulli hat wieder mehr Glück als Verstand. Ja, der Dulli hat wieder mehr Glück als Verstand. Wenn das funktioniert, dann ist es wirklich Turn up. Oh, da sind dicke Hits. Der Giftturm könnte jetzt, glaube ich, schon ein bisschen reinhauen. 40 Sekunden. Königin kriegt ganz, ganz dicken Schaden. Oh, Riesenbombe. Dicke Hits. Komm, König, du musst es noch tanken. Wir kriegen es hin. Oh Gott, was für eine enge Kiste ist denn das? Fantastisch! Wir haben es. Aber ganz, ganz dicke Hits. Aber was für Hits waren das denn bitte schön? Okay, jetzt erstmal Casual Gaming at its best, ja. Wir gucken hier uns den Live-Angriff an. Aber Leute, jetzt mal ganz im Ehrlich, wie habe ich das Ding gerettet, bitte? Ich habe wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Wirklich, das hat mit Können überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war gerade nur Glück. Wenn die Leute wüssten, dass ich gar keine Ahnung habe von dem, was hier passiert. Aber das war, ja, die Blimp ist ein bisschen. Aber die Base war auch schwierig. Aber wenn die wüssten, dass ich gar keine Ahnung habe, was ich gerade getan habe, ganz ehrlich. mein Herz ist gerade richtig am Freezen. Guten Morgen, Herr Fiedler. Herr Alex ist auch auferstanden. Auferstanden aus einer. Ja, das war wirklich der Duselprinz. Ein Feini vor dem Herrn Kuschelmaus. Ein Feini. Ja, so muss das. Oh, mein Herz, ich krieg ganz andere Dinge hier. Max Philipp Hase, grüß dich. Häse, Entschuldigung. Cheers. Heute noch ein YouTube-Video wegen dem Streik. Nee, kann mich am Arsch lecken hier mit eurem Streik. Ja, wir wollen den Kaiser stürzen und ihr habt nichts Besseres zu tun, als mich hier unter Druck zu setzen. Jetzt geht's schon wieder, ja, Finny. Also, ich verstehe es ja auch nicht. Vom Jodelprinz zum Duselprinz, aber das war gerade so viel Glück, was ich hatte. Das, ja, ich habe gerade richtig. Itzus Regen ist auf mich gefallen. Ja, meine KI hat mit einmal einen Boost von 200 plus bekommen. Meine Drachen sind genau so geflogen, wie sie sollten. Es hat gerade alles so ganz genau, das Puzzleteil hat gepasst. Oh, war das wild. Dem hier wünschen wir jetzt natürlich nicht alles Gute für den Clankrieg. Ist ja klar, ne? Wir wollen ja gewinnen. Aber ihr könnt mir hier eine kleine Analyse abgeben, was das hier wird. Also, ich glaube, das wird ein One-Star, oder? Das wird ein One-Star-Romano. Glück muss man auch mal haben. Aber das war gerade habe ich in die Kiste reingepackt und das Glück wirklich gerade wie Nutella mit dem Löffel gefressen. Das war geisteskrank gerade. Uiuiuiui. Machst du mich nach dem Stream Admin auf Discord? Hab ziemlich viel Ahnung. Klar, gerne. Ich finde es schön, dass du dich da einbringen willst, Kuschelmaus. Ich habe dich sowieso schon vermisst. Ja, aber ich wollte dich auch nicht unter Druck setzen, weil ich ja weiß, dass du mit der Bundeswehr da Avengerle viel zu tun hast. Ich kenne das ja selber. Und da wollte ich nicht so stören. Aber finde ich gut, wenn es von dir aus kommt. Klar, mache ich gerne. Ist keine Frage. Also wenn der König jetzt hier noch das Rathaus holt, dann mache ich den Stream aus. Dann mache ich direkt aus. Hallo Christian. Abi mit wie viele T? Mit was? Mit wie viele T was? Ich habe gar kein Abi, Tatsache.
Ich habe meine Hauptschule gemacht, danach meine mittlere Reife und danach bin ich zur Bundeswehr gegangen. Danach habe ich eine Berufsausbildung gemacht und danach habe ich mich um meinen Traum gekümmert. Oh Gott, ich dachte schon. Ja, ein Jahr USA wäre, glaube ich, schon richtig gut. Du bist inaktiver wegen Prüfung, ja, es ist kein Problem. Es ist klar, es gehört doch dazu, dass du da auf jeden Fall, ja, das mit den Strecken nimmst wirklich überhand. Also das nervt mich jetzt schon richtig. Machen wir Besuche, oder? Willst du Supercell Creator werden? Ich will den Kaiser vom Thron stürzen. Ich bin nur hier, um den Kaiser zu stürzen. Ich habe keine anderen Missionen hier. Missklick, wie viele Testokuren empfiehlst du? Ich distanziere mich ganz klar von Medikamentenmissbrauch. Sollte wohl klar sein. Da bin ich auf jeden Fall nicht für zu haben, mein Lieber. Dauert nur noch 3 Wochen, bis er das macht. Ja, es kann passieren. Ich bin halt nicht der Schnellste, weil ich halt auch ein Technik-Dulli bin. Kaiser, Itzu ist Gott. Itzu ist kein Gott. Itzu ist mächtig, aber man muss ihn stürzen können. Auch der fehlt mal. Auch der ist. Ich glaube, dass das eigentlich wirklich von Grund auf ein ganz, ganz lieber Mensch ist. Und ich glaube, dass man. Ich jetzt, klar, das hier ist Entertainment und so alles, ja, aber ich glaube, dass man mit denen schon gut reden kann. Wir hatten ja auch schon Kontakt, ich habe ja bei ihm auch schon kommentiert, da hat er ja, weiß ja jetzt auch, wer ich bin. Ihr habt den ja so penetriert, ja, mit euren Jodeln und alles, dass der ja selber schon auf dem Boot ist. Der ist ja selber schon in der Mission drinne. Freunde, wen wollen wir besuchen? Haut mal hier gerne mal euer Kürzel rein, dann fangen wir an, euch zu besuchen. Danke, Kobis. Vielen, vielen Dank für die Truppen. Ich erinnere an die griechische Mythologie. Schau dir diesen Unterarm an. Der ist griechische Mythologie. Boxer. 9 Charlie. Yankee. Quebec. Papa. Lima. Quebec, Julia. Oh, jetzt wäre ich fast verrutscht. Brauche eine Brille. Boxer, let's go. Rathaus 14. Imperio Maximum. Ja, da haben wir es wieder. Imperio Maximum. Schau mal meine Kriegsbeißszenerie an. Oh, hast du dir etwa. Du hast dir nicht wirklich. Dich werde ich nicht besuchen, Christian, du erster FC Streik-Dulli. Du kommst erstmal schön zurück in den Clan hier. Alle FC Bayern München machen. Ja, ihr seid alles nur Erfolgsfans, ja? Aber wenn ich Itzu gestürzt habe und den Krieg gewonnen habe, dann kommt ihr alle zu mir. Aber jetzt kritisiert ihr erstmal. Boxer, du bist ja frisch Rathaus 14. Nee, nicht mehr ganz. Da ist schon einiges ausgebaut, sehe ich gerade hier. Igel der Fichtig. Was haben wir ausgebildet? Hydra, oder? Passt. Damit hast du natürlich mein Herz. Ist klar. Rand sieht gut aus. Rand gefällt mir wirklich sehr knorke, aber du kannst hier ein paar Gems abholen, das ist immer gut. Sobald mal ein Bauarbeiter frei ist. Aber du hast so eine ähnliche Base, auch hier alle Helden beieinander. Was sagt ihr denn dazu? Was sagt ihr denn dazu, wenn alle Helden beieinander sind? Die kannst du eigentlich easy rausknipsen, ne? Wenn du dann zwei, drei lobpreise den Kaiser. Ja, noch. Ich hoffe ja, dass er mitspielt. Klar, ich werde mit meiner Base, bin total gerusht, werde da nicht viel ausrichten können. Aber ich werde natürlich auch eine Schelle auspacken, das ist klar. Starke Kombi und viel Schaden. Ja, aber wenn du da halt zwei, drei. Scipio hat ja sogar 4 Headhunter. Wenn du die da reinspielst, dann sehen die ja eigentlich auch kein Land mehr, oder? König von der einen Seite reinjodeln lassen, Königin von der anderen Seite, 4 Headhunter rein und dann ist es auch wieder. Dann ist Weihnachten. Dann werden Geschenke ausgeteilt. Gucken wir uns mal den Clan noch an. Ey, wie gesagt, Base kann auch funktionieren. Also, er ist ja eine Legende. Also, ich will da nichts sagen. Guck mal, wir haben sogar einen Clan mit Traditionen, Freunde. Ein Clan seit 2014. Der wird 10 Jahre dieses Jahr. Ja, die spielen teilweise jahrelang zusammen. Also das ist ja wirklich sehr, sehr geil. Gefällt mir gut. Habt ihr auch, Boxer, habt ihr auch einen Discord? Kristalliga 1, da geht aber noch ein bisschen mehr, oder? Guck mal, wenn ihr schon seit Jahren spielt und ihr habt ja wirklich, wo sind. Aber wenn ihr seit Jahren spielt, wo sind eure großen Rathäuser hin?
Oder habt ihr sowas wie einen Neustart gemacht, einen Reset gemacht? Das kann natürlich auch sein. Dr. Jonas, der haut schon wieder die Smileys rein. Am Buffen. Hey, Salute. Schön, dass du hier bist. Ja, man kann nur leider keinen Kriegslog sehen. Das finde ich immer ein bisschen stressig. Koray auf süß. Ja, Koray, dann gucken wir dich auch mal an. Pass auf, ich muss mir das kurz Spieler suchen. Hier, fantastisch. Wo ist er denn da oben? Oh, ich muss kurz in den Chat. Geht da richtig los hier, Leute. Ihr macht mich fertig. 2 Quebec. Victor Uniform. Papa Zero. Victor Julia Julia. Papa, 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 papa. Auf süß kurz gucken. Hab ein paar Gebäude relativ weit unten, aber der Rest eigentlich top. Ja, schauen wir doch mal rein. Rathaus 16er. Oh! Ah! Finde ich gut. Wo? Was ist das für ein Skin? Finde ich sehr gut. Haben will. Oh! Oh! Der sieht gut aus. Diese Blitze in der Hand. Ja, so werde ich sein, wenn ich Itzu angreife. Dann kommen die Blitze aus meinen Augen und aus meinen Händen. Das sieht, ja, sieht knorke aus, aber das sieht gut aus, die Helden. Wow, die Skins, die feiere ich ja richtig. Ah, hat sich gelohnt, auf süß mal kurz reinzugucken, ne? FC Streik ist am Laufen. Ja, ich werde das gar nicht weiter kommentieren, sage ich dir ganz ehrlich. Aber oh, Boxbasen, jeder hat Boxbasen. Das ist so stressig. Besuch mal, ja, gleich geht's weiter. Christian mit Blitzskin. Kannst für jeden Helden knapp für 11 Euro kaufen. Oh Gott, ist das teuer, ne? Die Skins manchmal, die sind so abartig teuer. Richtig und wichtig, ja, total. Jo, finde ich gut. Aber Boxbasen nerven mich immer tierisch. Klar, die sind gut, die sind stark, aber Frechheit, dass die BG streiken lässt. Ja. Ich sehe es kommen. Aber Dr. Jonas, ich würde sagen, der Freitag, der erste, passt bei euch, oder? Weil dann würde ich den nämlich gerne nehmen. Ich habe nur noch die Liste nicht zusammengeschrieben, aber mir geht gerade mein Leben, mir fliegt alles gerade um die Ohren. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren noch. Schau, meine kriegst du gleich, Kuschelmaus. Auch auf süß. Ja. Also, machen wir kurze Analyse hier. Ja, Kanone kritisiere ich, aber wenn du meine Base anguckst, dann meine Base kannst du von vorne bis hinten kritisieren. Beini hat schon reingeschrieben, ich soll ein bisschen Geld investieren und meine Base auf Vordermann bringen, was so. So werde ich den Kaiser niemals stürzen, aber du weißt nicht. Vielleicht leihe ich mir auch eine Rathaus 16 Maxed Out Base für dieses ganze Unternehmen. Ansonsten finde ich gut. Kanonen hast du ja schon, die fehlen mir auch noch. Die müsste ich eigentlich auch langsam mal auf dem. Ah, ich müsste so viel noch machen. Ah, du bist mir auf jeden Fall sehr weit voraus, mein Lieber. Finde ich eine gute Base. Jetzt, wo ist sie denn, meine allerliebste Soldatin hier? Schick mir nochmal deinen Kürzel bitte rein, weil der Chat, der explodiert hier. Ich komme gar nicht hinterher. 2,657. Okay, danke, David. Hab ich irgendwas verpasst? Gib mir eine Zahl von 1 bis 6. Kannst du noch kurz den Clan angucken? Gleich, gleich. Ich bin in deinem Clan, stimmt, scheiße. Ich bin ein Dulli. Was willst du denn machen, Menschenskinder? Stimmt, du bist ja bei mir im Clan. Ja, Gott, sag nur eins. Jetzt sagt nichts. Schreibt nichts. Oh, Mann. Da ist sie. Sag jetzt einfach nichts. Was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich, wenn ich den Kaiser getrippelt habe? Was kriege ich dann eigentlich? Ja, weil das ist ja eine besondere Leistung eigentlich, oder? Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Und ich will auch irgendwas tun. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wenn der Kaiser mich trippelt und ich den Kaiser nicht trippel, dann komme ich auf die Gamescom und dann lasse ich mich wirklich als Super Bowler anmalen und dann jodel ich den mit dem Stein weg, also mit einem Styroporstein, ja. Dann fliege ich raus, gebe draußen Autogramme, mache mit euch Bilder und alles, aber das war es mir dann wert. Nochmal dribbeln. So, ja, nicht durchdrehen. Oh,
Kuschelmaus, ja, da merkt man, ja, wenn man bei der Bundeswehr ist und gutes Geld verdient, dann kann man sich Skins holen, finde ich gut. Wusste gar nicht, dass Jan auf der Gamescom ist. Ich weiß es auch nicht. Geht der dahin, oder? Wird Itzu auf der Gamescom sein? Kann mir das jemand verraten? Dan, grüß dich. Ein Küsschen aufs Nüsschen. So, jetzt wollen wir ja erstmal reinjodeln. Chat-Interaktion wird er nicht sein. Warum geht er da nicht hin? Was ist denn das? Was soll das sein? Deine Kriegsbase sehe ich doch gar nicht. Ich kann deine Kriegsbase nicht angucken. Kuschelmaus, ich sehe deine Kriegsbase gar nicht. Oder soll das deine Kriegsbase sein, oder? Guck im CW. Bist du im CW dabei? Ich krieg nichts mit, ihr seht, das Leben läuft an mir echt vorbei. Also kannst du dir nicht mehr ausdenken. Jetzt sagt nichts. doch, Tatsache, die 30. Seit wann machen wir 30er-Kriege? Ja, ist klar, Kuschelmaus. Aber du wurdest getrippelt. Aber interessantes Base-Layout. Vor allem mit diesen, oh, da eine Blimp reinzuspielen, das wäre natürlich. Da werde ich hysterisch. Da würde ich ganz, ganz große Adern kriegen an meiner Schläfe. Geil. Da hast du dir mal was gegönnt, du. Finde ich gut. Ah, ich dachte schon, das Kolosseum, wirklich, dann wäre ich ausgerastet, weil ich will das Kolosseum unbedingt haben. Einfach die Pimmelbase. Das geil, oder was? Antitesto-Arche, ja, das ist. Ja, ich sehe schon. Seit ich so verliebt mit diesen Truppen liebäugle, ja, da seid ihr doch wirklich. Da tut ihr alles dagegen. So. Können wir noch mal angreifen eigentlich, actually? Nee, noch nicht. Müssen wir noch warten. Was ist denn hier eigentlich? Warum sind denn wir eigentlich nicht mehr Top 100? Was ist denn da los? Benjamin Engling. Hallo, wie geht's euch? Hallo, Benny. Schön, dass du hier bist. Wir machen gerade Avengerle Besuche. Ich gucke gerade hier ein paar Basen an. Und wir gucken kurz nochmal Scipio. Dann haben wir nämlich so einen kleinen Mix aus Besuchen, Angriffe, alles hin und her. Und jetzt zeigt er uns mal, wie man hier schön reinjodelt. Guckt ihr das an? Mit Ballons spielt er das. Gar nicht dumm. Und diese Packer, wie findet ihr diese Packer? Weil wir streiken, ihr hört jetzt hier auf zu streiken und reißt euch jetzt mal ein bisschen zusammen. Zipfix. Ihr wollt immer streiken, aber ihr jodelt nie mit, wenn es wichtig ist. Geh jetzt auf Rathaus 14. Das braucht 13 Tage noch. Joa. Aber Rathaus 14 wird dir so gut gefallen. Ich hatte ein bisschen Angst damals, von Rathaus 13 auf 14 zu gehen. Und dann war ich irgendwie schneller auf 15 und jetzt schneller auf 16, als ich eigentlich wollte. Vielleicht doch ein bisschen zu schnell. Vielleicht hätte ich doch noch auf 15 bleiben sollen. Weil ich eigentlich wegen der Hydra auf Rathaus 16 hoch bin, aber die kann man ja jetzt ja dann nur noch mäßig spielen. Wir haben es ja vorhin gesehen, das war ja mehr Dusel als alles andere. Das hat ja mit Glück überhaupt nichts zu tun gehabt. Du gönnst ja nicht. Wir wollen Goldpass. Ihr reißt euch jetzt mal zusammen. Wenn ich eines Tages den Euro-Jackpot oder Lotto oder irgendwas gewinne oder Gagen als Schauspieler bekomme, jenseits der Millionenhöhe, dann werde ich euch lifetime den scheiß Goldpass geben, ja. Aber bis das nicht passiert ist, reißt ihr euch zusammen und stürzt mit mir den Kaiser. Zipfix. Weisheiten mit Fiedler. Mehr Dusel als alles andere hat nicht. Ja, da habe ich mich selber wieder. Ja, der wieder deutscher Versprecher hier. Ich will Blitzkins 44 Euro oder so. Sage, voila. Ja, kannst du wissen. Wenn Hollywood anklopft, dann kriegt mein Clan jeder einen Goldpass. Zwar jeden Monat. Pünktlichst. Ja, mach Rathaus 14 erstmal komplett fertig, Benjamin. Es muss ja nicht so übertreiben. Ich bin nur hoch, weil ich halt auch den Leuten hier was zeigen wollte. Für meine Verhältnisse oder für meine Verhältnisse bin ich zu weit oben. Ja, ich hätte Rathaus 15. YouTube braucht man, glaubt, nur wie viele Follower? Sally Bollywood. Tatsache habe ich auch eine Anfrage aus Bollywood bekommen, aber da sind noch die Verhandlungen am Laufen. Schauen wir mal, ob sich das realisieren lässt. Ja, jetzt sind wir bei 960. Wenn wir noch 40 haben, haben wir die erste Etappe geschafft, meine Freunde.
Und dann geht es Richtung 10.000. Dann wird es richtig wild. Dann wird es richtig wild. 1.000 Subs, gewisse Zeit an Wiedergabe und Werbung schalten zu können. Da kennt sich jemand aus. Ich bin da gar nicht so. YouTube bräuchte man, glaube ich, nur 100 Follower. Ich weiß gar nicht, wie meinst du das? Ich gebe nicht auf. Was gibst du nicht auf? Ja, wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben hier. So, Felix 787, du bist der Nächste, den wir hier besuchen. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich nicht wirklich jeden mit dran nehmen kann, aber ich rotiere. Lima 9-0. Yankee Romeo 2. Yankee 2V. Ich hoffe, ich habe es richtig. Und da ist er. Da ist er doch, der Felix 787. Oh, Mikan, Enelis. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du hier bist. Clash for Fun. Hier haben wir wieder was Spaßiges. Ja, guck mal. Wenn die zwei, drei Nutella-Schnitten mehr essen würden jeden Morgen, dann würden die nicht so aussehen, sondern dann würden die so aussehen. Ja, just saying. Ja, um hier mal wieder ein bisschen lockere Luft mit reinzubringen. Und wir besuchen den Hasen hier mal. Ja, gleich, Romano. Ich arbeite dran. Fußballfeld mit E-Drachen. Meinungen? Wer findet das gut? Jetzt besuch endlich Romano. Ja, dreh nicht durch. Kratos 14, ja, finde ich gut. Das Layout finde ich gut, das gibt's auf YouTube. Ich hatte mal so ein ähnliches. Ich hatte eine Spinne auf Kratos 13. Das war schon sehr geil. Das war schon wirklich sehr, sehr geil. Ja, Romano, jetzt, ich besuche dich jetzt. Dreh nicht durch. So, jetzt pass auf, jetzt bist du dran. Ich muss hier richtig, richtig Gas geben. 229. Yankee Quebec Uniform. Papa Yankee Romeo. Spartakusstreik. Geht's euch gut? Dir zu viel Zeit? Zu viel. Wollt ihr die Leute mobben oder? Weiß ich nicht. Jetzt kommt hier wahrscheinlich gleich ein Mittelfinger. Dann werde ich erstmal, krieg ich erstmal einen Strike von YouTube. Wäre der erste. Gott sei Dank nichts, Romano. Aber was ist mit deinen Mauern los? Was ist denn da los? Da braucht's noch ein wenig. Und guck mal, warum bist denn du nicht in der Legendenliga? Was ist denn da los? Ha? Dr. Streike? Mobbing. Ja, das ist wirklich Mobbing. Ich werde die ganze Zeit gemobbt hier. Superdrachen sind geil. Super E-Drachen wäre cool. Wenn die dann so Feuerblitze und so richtig so. Das wäre cool. Die würde ich nur noch spielen. Dann scheiß auf die Hydra, dann komme ich nur noch damit. Und die brauchen dann 80 Platz wahrscheinlich. Spartakus Streiker, also euch geht's wirklich zu gut. Liegt mal nichts. Habe ich jemanden aus Versehen geleakt? Dann. Ich distanziere mich dann. Dann nehme ich es zurück. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Mobbing. Luki, dann schauen wir doch mal vorbei hier. Dann schauen wir doch mal vorbei. Dann greifen wir noch mal an, weil wir müssen natürlich unsere Legenden-Hits auch noch machen. Yankee 2, da wird noch mal gejodelt. Um 0. Möchte eigentlich einer von euch morgen gegen uns einen Freundschaftskrieg machen? Hat da jemand Bock drauf? Weil wir haben jetzt immer gegen Spartacus gespielt, aber ich denke mal, dass bestimmt bei euch auch jemand Bock drauf hätte, wenn wir das machen, oder? Ja. Sollen wir es morgen machen, oder? Ja, gerne. Dann let's go. Schreiben wir nachher im Discord. Ich komme nachher im Discord online und wir gucken uns jetzt hier Luki an. Ja, die Queen, die sieht nicht mehr ganz so frisch aus, aber es könnte daran liegen, dass es ein Zombie-Skin ist. Oh! Die Gladi finde ich gut. Ich fühle diesen Gladi-Skin so hart. Wenn die nicht so teuer wären. Ja, warte. 1. FC Dulli gegen 1. FC Dulli. So weit wird es noch kommen. Auch hier eine geile Szenerie. Oh, ich fühle das. Ja, mit diesem Elixiersee. Hat was. Hat wirklich was. Du bist ja schon fertig, Menschenskinder.
Auch guck mal, wie die das machen mit den Szenerien mittlerweile, ne? Das sieht ja geisteskrank aus. Ich glaube, wir müssen mal ein Rating machen mit den Szenerien irgendwann. Das müssen wir im jeden Fall machen. Gucken wir uns noch den Clanfix an. Grüß Ninja. Grüße gehen raus an diesen Clan hier. Gegen 1. FC Streik. Nix da. Ich kämpfe nicht gegen den 1. FC Streik. Die kriegen hier keine Bühne. Geiler Clan, also muss ich sagen. Bisschen mehr auf Legende, Meisterliga. Also da ist was machbar, mein lieber Lucky. Da ist wirklich was machbar. Und ihr verpisst euch jetzt mal hier mit euren FC Streik, weil sonst ziehe ich euch durch. Ich klatsch euch eine, das merkt ihr in 10 Jahren. Merkt ihr das noch bei meiner Beerdigung, dass ich euch eine gewischt habe? Glaubt mir, die tut weh, die Linke. Oh, Live-Angriff. Finny greift, der sagt gar nichts, dass er angreift. Der sagt gar nichts. Ja, mein Analyse-Dulli, den schmeißt ihr irgendwann raus, wenn er so weiter Scheiße baut hier. Oh, Super Bowler, genau das, was wir heute sehen wollen. Wichtig, 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 wichtig. Ja, aber Finny, guck mal, wie einfach bei dem da immer alles aussieht. Es ist so einfach, aber gut, der hat auch den Fuchs da, der hat die Echse da, das habe ich noch nicht freigeschalten, ja. Bei dem sieht es klar mal so locker leicht aus. Sieht gut aus bei dem. Guck mal, der spielt so gut diese scheiß fucking Super Bowl und ich krieg's nicht geschissen, die halbwegs irgendwie gut aufs Feld zu positionieren. Bei dem sieht es immer so locker aus. Ich weiß es nicht, wie der das macht. Ja, den Babydrachen, den habe ich auf jeden Fall richtig gespielt. Den habe ich nämlich da auch hin positioniert. Just saying, ja. Also, das will ich mal sagen hier, Freunde. Der holt Safe 3. Safe. Perfekter Krieg again. Finny spielt mit Liebe, du mit Gier. Den hier. Bleib du bei deinem ersten FC Streik. Dich lasse ich aushungern, mein Freund. Du bekommst eine Ärztesperre, bekommst du. Da ist er, der perfekte Krieg. Wieder und wieder. Geil. Sehr geile Kiste, Freunde. Finde ich sehr, sehr gut. Oh, hier wird schon wieder ein Rekord. Ich wollte gerade spenden. 2 Minuten noch. Dann können auch wir unsere nächsten Hits setzen. Oha, perfekter Krieg. Ja, Daue, pass auf, ich zeig dir was Schönes. Guck dir das an. Die letzten Kriege waren alle perfekt. Und jetzt kommt der vierte in Folge. Die vierte Serie, ja. Wir machen das jetzt so, wie du das auch immer machst. Aber du machst das ja im Alleingang. Wir machen das als Team. Du rasierst ja auch gut weg. Perfekt war. Finny freut sich hier auch zu Recht. Ja, zu Recht ist das. KH Gaming, hi, grüß dich. Zeigst du mir meinen richtigen Hasen? Ja, aber nur, wenn du das Stroh und die Maske wegpackst. Nie ohne mein Team, das ist richtig, ja. Ich kann aber nur Copyright-free Musik abspielen, weil sonst klopft die GEMA an der Tür. Und ich bin kein Profi-Streamer wie jemand anderes, der das machen kann. Deswegen, wir halten uns da Wengerle an die Spielregeln. Sonst laden die noch Forza runter. Ist noch Platz im Clan eigentlich, Corey? Wolltest du nicht gerade, dass ich deinen Clan noch besichtige? Bei uns ist aktuell 4 Platz noch da, ja. Kann man noch kommen, wenn man möchte. Wir wollen jetzt dann auch demnächst anfangen zu pushen mit den Pokalen. Hier irgendwas verpasst hier schon wieder? Nicht so dolle, ne? Oh, Finny, jetzt habe ich gespendet und jetzt kann ich meinen Angriff nicht machen. Ich bin noch ein Dulli. Ich bin noch ein Dulli. Oh, das kannst du dir nicht aussuchen. Wie habt ihr Melkor in den Clan bekommen? Durch Königshaki. Also es war so Neo Royal. Der kam eines Tages hier an. Wir haben ihn direkt mit in den Clankrieg genommen. Er hat direkt Spaß gehabt. Wir haben ihn direkt gefeiert und er wollte nie wieder gehen. Wichtig. Ja, guckt euch die Leute an, bei die bei uns im Clan sind. Ich habe es irgendwie geschafft. Klar, Level 11 mittlerweile hier solche Talente und solche absolut geisteskranken Spieler mit reinzuhauen. Das ist wirklich verrückt. Guckt euch das alles an. Das ist ja. Ja, ich will da keinen missen wollen. Es ist echt schön, dass die Leute jetzt hier alle so mit dabei sind. Wichtig auch. Das ist eigentlich. Das sind viele Rathaus 16. Das macht richtig, richtig Spaß. Ja, Melkor ist krass. Ja, gucken wir uns den an. Der ist. Wirklich geil, dass der hier ist und hier so auch mitmacht und das Ganze pusht und unterstützt, ja, durch Genialität, ja. Ich muss aber sagen, ich habe auch wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt mit den ganzen Leuten hier. Ja. Ich habe wirklich extrem viel Glück und ich muss
abseits von dem ganzen Schabernack, den wir hier immer fabrizieren, ja, mit dem ganzen Jodeln, mit dem ganzen Scheiß und dem ganzen Spaß, den wir hier machen. Ich muss wirklich sagen, dass ich wirklich von Grund auf vom Herzen dankbar bin, dass die Leute auch wirklich hier sind und das Ganze halt mit unterstützen. Auch Dr. Nörgel, ja, das hat halt ein Gimmick jetzt, ja, der muss halt in den. Aber ich bin wirklich, ich will keinen missen wollen hier. Noch, er hat sich richtig fett gegönnt hier. Melkor, einer der absoluten Spitzenspieler hier mit dem Clan, ja. Einer der Carries, muss man auch einfach mal so sagen. Ist ja einfach gut. Also kann man nicht wirklich, abseits von allen Dingen, den ganzen Spaß, den wir machen, aber wirklich freut mich immer riesig, dass die Leute hier mit dabei sind. So, jetzt machen wir den nächsten Besuch. Jetzt müssen wir ja noch warten. Jetzt habe ich Finny gespendet. Einfach Max, der sticht mir gerade ins Auge. Lima, Quebec, Romeo. 8LYQ. 8LYQ. Und Romeo. Einfach Max. Maxi, was hast du uns hier zu bieten? Naja, ich sehe schon, ich muss mir den auch schon holen, irgendwann diesen Skin. Ich komme nicht drum herum. Kann man als frischer 14er in den Clan kommen? Schwierig, wenn dann Anfang 15er. Wir haben aber die Möglichkeit, dass wir noch einen Zweitclan haben. Der zweite FC Duli, da kann man noch reinjoinen. Da ist die Rathausstufe egal. Da suchen wir neue Talente, Leute, die grinden, Leute, die da mitmachen. Das kann ich dir empfehlen. Aber wir brauchen, weil unser Ziel ist für die kommende Season, dass wir halt richtig Pokale pushen wollen. Und da müssen wir halt richtig Gas geben. Genau, und das geht halt einfach auch. Du weißt selber, Champions League etc., da wirst du gefressen, wenn du keinen Rathaus 15er, 16er dabei hast. Es ist einfach so schwierig geworden, alles. Hier wollen wir rein. Ist einfach sonst so ein Problem. Ja, aber du bist die Ausnahme, Kuschelmaus. Du warst von Anfang an mit dabei. Du hast ja Kultstatus bei uns. Das ist doch klar. Ich weiß doch, ich habe alle im Blick im Clan, auch wenn das nicht immer danach aussieht und ich nicht weiß, wer mit dem Zigar dabei ist oder hast du nicht gesehen, aber ich weiß doch, wer dabei ist, wer seit Anfang an dabei ist, ist doch klar. Live Jonas, du kannst aber gerne in den zweiten FC Duli kommen. Also das kann ich dir anbieten. Ansonsten stresst euch nicht. Grindet in Ruhe. Es gibt Millionen von Clans, die gerade auch wirklich gute Spieler suchen. Und wir werden immer wieder mit den ganzen Clans in Verbindung stehen. Wir sind ja jetzt schon immer wieder im Einsatz. Das ist richtig. Lord Samedi auch von Anfang an mit dabei gewesen. MQQSG machen wir gleich. Ich wollte jetzt hier erstmal fix fertig schauen, was wir denn hier so am Stissel die Dissel haben. Wurzeldullis. Nur drei mit dabei. Sind drei nicht ein bisschen zu wenig? Also wenn ich mit drei spiele, ich muss immer so mit fünf oder mit sechs spielen, weil drei frecken die mir zu schnell. Aber 20 Superbarbaren ist clever eigentlich wegen dem Aufräumen dann. I'm joining your clan. Ja, we know. Feel free. Feel free to join our clan. So, bei meinem Clan, was ich habe, will ich nie wieder rausgehen. Patrick Horn, absolut verständlich. Ja, ihr müsst euch eine Umgebung schaffen, zusammen. Ihr müsst das zusammen machen und den Clan pushen und dann funktioniert das auch. Also es ist, Clan spielen ist nicht einfach mal so. Das ist, da gehören alle dazu, die dabei sind. Die Wurzeldolchs sollen bloß die Walls öffnen. Okay, Dr. Jonas, du bist bei uns herzlich willkommen. Komm vorbei. Aber dann sage ich dir eins, dann musst du diesen Friendly War auch in meinem Clan mitspielen, auf unserer Seite. Das sollte dir klar sein, ne? Ja, für dich ist ein. Oh, es ist zufällig Platz. Ja, wie kann das denn sein? Komm vorbei. Unterschreib beim ersten FC Dulli und dann kommst du nicht mehr raus. Ja, du unterschreibst einen Vertrag bis 2029 Minimum. Auslöse sind 250.000 Gems. Also, ich will lieber gewinnen, sorry. Zahlt ihr Gehalt? Wenn ich erfolgreicher Schauspieler bin, dann lade ich dich zum Beispiel auf Filmfestivals ein und den ganzen Scheiß. Ja, alle Top-Leute können dann da mal ihre Goldpässe abholen bei mir, wenn dann die großen Gehälter reinjodeln bei mir.
Mach keinen Vertrag, du wirst nicht bezahlt. Es ist all die eigenen Leute, ja, die werfen hier einen Scam vor. Das ist ja wirklich, da können wir mal drüber reden, ja. Dazu musst du mir helfen, den Kaiser zu stürzen. Das sollte doch klar sein. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, wenn ich das so sehe. Können wir hier jetzt langsam mal angreifen? Noch eine Minute, dann greifen wir aber wirklich mal an hier. Der zahlt Geld wegen dem Streik bald. Er könnt mich nicht. Ihr könnt mich nicht wegstreiken. Das werdet ihr nicht tun. Ja, nächste Season, Romano, hast du richtig erkannt, ist Push-Season. Da wollen wir in die Top 50 von Deutschland kommen. Da wollen wir instant richtig, richtig krank starten. Ja, aber ihr habt ja nicht mal eine Gewerkschaft. Wie wollt ihr bezahlt werden? Ihr habt doch nicht mal eine Gewerkschaft. Test, Test. Ja. Aber wie gesagt, ihr habt mein Wort. Sollte ich irgendwann mal so 150, 200.000 pro Film bekommen? Ja, es kann ja dann nur noch nach oben gehen, weil ich werde einer der bekanntesten, der erfolgreichsten Schauspieler in Europa. Das ist Fakt. Entweder das oder ich werde auf dem Weg dahin sterben. Also diese zwei Möglichkeiten habe ich mir gesetzt und was anderes gibt es da nicht. Da passt kein Blatt Papier. Die Gewerkschaft zahlt so viel wie der Dulli. Ja, du hast doch keine. Zeig mir mal. Zeig mir deine Gewerkschaft. Ich zeig dir jetzt mal, wie man richtig jodelt. Und jetzt verkacke ich richtig. Pass auf, jetzt geht's richtig los. 0,0 Euro, ja, ist das. Ich sag euch immer wieder, dreht nicht. Was sind das für Basen? Das legt mich immer so, das triggert mich immer richtig. Da will ich reinjodeln. Eigentlich möchte ich das. Aber wir sind klug. Pass auf, wir machen was richtig klug ist. 2, 3. Dann jodeln wir darüber. Ja, dicke Hits. Babatz. Du kannst mir gar nichts. 1, 2, 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Und 1 und 2. Kriegen wir den Monolithen noch raus? Könnten wir das hinkriegen, bitte? Oh, der hat Superlakaien drin. Der macht jetzt richtig ernst. Oh, ich habe ja so viel Angst jetzt vor deinen Superlakaien. Du kannst mir gar nichts. Ich werde dir jetzt zeigen, wie das geht, ja, Freundchen. Kommt her, Superlakaie. Kommt. Traut euch, kommt zu mir. So, und jetzt pimmeln wir hier nämlich rein, weil wir hier Bock drauf haben. Aber richtig Bock. Da machen wir das, da machen wir das. Und dann wird losgejodelt. Batz, hier müssen wir kurz mal zünden, weil sonst verliere ich nämlich gleich meinen König. Das wäre nicht so knorke. Hier spielen wir das rein. Königin muss ich eigentlich auch schon fast zünden. Sieht aber aktuell nicht verkehrt aus. Wir drehen nicht durch. Wir machen jetzt hier erstmal den Freeze rein. Und dann kriegen wir da erstmal gescheit was raus. Genau, perfekt. Finde ich gut. Finde ich knorke. Läuft alles nach Plan, Freunde. Läuft alles nach Plan. Hier zünden wir mal kurz. Dann kommt der Speer. Und wenn wir den Monolith noch rauskriegen dürfen, eines Tages in den nächsten 20 Minuten gefühlt, na, kriegt der das noch? Oh, ich sehe schon kommen. Kriegt der das hin? Ja, finde ich gut. Wieder mehr Glück als Verstand gehabt, aber Freunde, genauso muss es sein. Ja, Speer kommt. Das ist das Schild, was fliegt. Ja, ich habe schon Ärger bekommen. Du bekommst Liebe. Reicht das nicht, Romano? Ja, aber warum streikt ihr denn in einer Tour? Ihr sollt doch lieb zueinander sein. Guckt euch diesen Dreamstar an. Absolut verdient. Hätte ich gar nicht besser spielen können, ich habe heute, glaube ich, schon das zweite Mal richtig in den Glückstopf ge gegriffen. Und da unten holen wir uns jetzt den Dreamstar. Pass auf, jetzt kommen nochmal 10.000 Minen hoch. Wer ahnt es? Wer ahnt es? Ja. Eine einzige. Noch besser. Gut. Hydra auf die 1. Hydra auf die 1, Freunde. Wenn das passiert und wir Izu Space angegriffen haben und der lässt und alle Parameterwerte, ich habe gut geschlafen, guten Tag, bin gut vorbereitet, ist gut auf Testo alles, also meine Truppen, nicht ich. Und die Base von Izu, er hat vielleicht verschlafen und die nicht geändert und ich, ja, konnte ein bisschen üben. Dann kriegen wir das locker hin. Bin ich mir sicher. Bin ich mir ganz sicher, du, wenn ich das mal so sagen darf. Was brauchen wir denn hier noch? Einen Ballon.
Not even close. Lern vernünftig clashen, du Dulli. Hier, den hier. Ja. Versuche mich auch zu halten. Ich sehe immer nicht, wo die hinfliegen. Die Loons, die machen doch eh immer das, was sie nicht sollen. Schon mal Queen Charge Hybrid ausprobiert? Ja. Ich könnte dir zeigen, wie das aussieht bei mir. Aber das willst du nicht sehen. Das willst du wirklich nicht sehen. Danke. Dann gucken wir da rein. Wo ist Scipio? Da. Ich sehe noch nicht, dass er angreift. Sobald er das tut. Ja, Romano, ich sehe. Jetzt können wir uns das ansehen. Du sollst nicht durchdrehen, habe ich dir gesagt. Also, jetzt sehen wir mal, wie es aussehen soll. Und danach zeige ich euch nicht, wie ich Queen charge. Das ist wirklich. Danach deabonniert ihr mich alle. Die sind aus der Richtung gekommen. So, stimmt. Ja, stimmt. Ich habe die ja da oben gespielt. Ah, ich bin nervös. Ich will bezahlt werden. Ich pushe mit drei Accounts. So, Queen Charge geht rein. Ja, super, Lakai. Es sind so stark in der Clanburg. Guck mal, wie das aussieht, was sie für einen Schaden machen. Jesus Maria, das ist ja. Oh, dicke Hits. Aber der weiß immer ganz genau, der weiß immer ganz genau, wo die schwarzen Minen sind, gefühlt, ne? Der hat schon einen richtigen Riecher dafür. König gezündet, wichtig. Oh, schön geöffnet hier auch. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Mit der Queen wird er definitiv das Rathaus kriegen. Vielleicht sogar mit dem König auch. Im Verbund. Und dann startet er von unten, wahrscheinlich von hier drüben, dann den Lalo. So könnte ich es mir vorstellen. So würde ich das fast sagen, dass das passiert. Sobald die Multi-Infernos draußen sind, kann er hier eigentlich loslegen. Also ab dafür. Wenn der Luftfeger draußen ist, geht's los. Sag ich euch. Ich sag euch, der kommt von hier drüben. Der wird hier rein jodeln. Hundertprozentig. 200%. Und danach machen wir wieder Besuche. Aber jetzt wird erstmal gecharged. Ich würde so einen Queen Charge niemals, niemals hinkriegen. Im Leben nicht. Das werdet ihr bei mir niemals sehen. Zeig mal deine Queen Charge Hybrid Skills. Die sehen so aus wie mein Super Bowler Angriff. Oh, er kommt doch von ganz woanders. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er von dort reinjodelt. Richtig gezündet hier. Ja. Ich weiß nicht, warum das bei allen immer so gut aussieht. Dann siehst du, dann gucke ich, wie ich spiele und dann denke ich mir so, Junge, das sind Welten, Welten auseinander, ja. Stabiler Lalo. Scipio, einer der krassesten. Der hat mir Bilder geschickt auf WhatsApp. Die letzten Tage fast nur 40er-Hits, also 40 Pokale, immer 100%. Ganz, ganz selten, dass er mal nur zwei Sterne hohe 90% geholt hat, weil es ein Timefail war. Triple Christian mit Queen Charge Lalo und dem wendenden Streik. Jetzt, wenn ich Glück habe, hole ich einen Stern. Also Queen Charge Lalo, das kannst du bei mir echt einen Hasen geben. Das bringt gar nichts. Ich bin so useless damit. Wirklich, total nutzlos. Ah, ist einfach geil, oder? So mit euch gemeinsam zu clashen hier, Livestream. Guck mal, heute hat die Bambusleitung noch nicht ein einziges Mal reingestreikt. Wir haben noch nicht einen einzigen dicken Hit kassiert. Herr Fiedler, was sagst du dazu, dass ich hauptgefreiter Unteroffiziersanwärterin bin? Finde ich gut. Wenn du dann mal, ja. Da will ich aber mal was auf der Schulter sehen. Weil als ich dich kennengelernt habe, da warst du noch eine Schulterglatze. Und das ist, ja, muss ich mal ehrlich so sagen. Ist natürlich erst der Anfang der Dinge. Den trippelten Rathausen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wie lange machst du noch? Wie lange sind wir denn eigentlich schon online? Ja, machen wir bis 17 Uhr, oder? Anderthalb Stunden ist, glaube ich, völlig fein. Ist, glaube ich, völlig fein. Jetzt gucken wir uns hier erstmal den nächsten an. Ich suche mir einen heraus. Und wir schauen X der Blitz an. Lima 9-0. PR 8. Wisst ihr, warum ich eigentlich
Warte, RPL. Wisst ihr, warum ich eigentlich immer so die Zeiten vorher schon ankündige? Weil ich nicht dann streamen will, wenn andere streamen. Weil ich das schon hart respektiere, wann die anderen ihre Livestreams machen. Deswegen sage ich immer so, gut, kündige ich das immer schon eine Woche vorher an und schaue immer, was machen die anderen, wann streamen die. Weil Weini streamt immer erst am Abend, der pennt noch, ja, der liegt jetzt wahrscheinlich noch im Bett und träumt von Hydra, ja, wie ich sie spiele. Des Weiteren, die anderen streamen meistens immer erst so gegen Abend oder so. Deswegen, ich will immer nicht dann da rein streamen, nicht, dass die mir die Leute wegnehmen und ich denen die Leute wegnehme und ich die abfacke und die mich abfacken, weil ich respektiere das halt auch so ein bisschen. Deswegen habe ich immer gesagt, machen wir Samstag 15:30 Uhr, genau. Machen wir bis mindestens 18 Uhr. Ich muss aber irgendwann nochmal was essen, Freunde. Jetzt machen wir erstmal bis 17 Uhr und dann gucken wir mal, wie weit wir es noch treiben können. Jetzt machen wir erstmal den hier fertig. Genau, Vizeanführer bei One Squad XL. Oder sind das nur so Zeichen? Keine Ahnung. I don't know. Vizeanführer ist er, Rathaus 16er. Und auch hier ist schon ordentlich Geld reingeflossen. Mein lieber, lieber Freund. Hier ist ja schon ordentlich Cash eingeflossen. Ja, da sehen wir mal, was ist doch klar. Rathaus 16, was ist das für ein Base-Layout? Die Eagle Death ist aber sehr weit draußen. Also pass auf, nur mal, um das durchzuspinnen. Ist egal, der Rentner Monte ist im Stream, das kannst du auch. Ja, aber der hat auch eine viel größere, du musst ja mal so denken, Stream, YouTube, den Content Creator, das ist ja nicht nur, wir sitzen jetzt hier und machen Blödsinn und so, du hast ja auch eine gewisse Verantwortung, ja. Ich nehme das sehr, sehr ernst, auch neben der ganzen Tollerei, dann auch ein Vorbild zu sein, ja. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht nur Blödsinn machen, sondern ich euch natürlich auch was mitgebe, ja. Das ist ja. Das ist Rathaus 15 Itzu CWL-Base Layout. Echt jetzt? Ist das ein CWL-Base Layout? Ich muss es kurz auf mich wirken lassen, weil ich versuche das zu verstehen. Nur mal, um das jetzt durchzuspinnen. Ihr kennt ja die Base. Wenn, mal angenommen. Mal angenommen, ich pimmel hier mit der Blimp rein. Hier so. Und die jodel hier drauf. Sind hier zwei Riesenbomben bei dem Turm? Kann mir das gerade jemand beantworten? Zwischen diesem Turm und diesem Inferno. Sagen wir mal, ich lande hier so auf der Mauer. Erleben meine super Bogenschützen dann das blaue Wunder? Kann mir das jemand fix beantworten? Natürlich. Nee. Du kommst gar nicht erst so weit. Oh. Das heißt, hier sind wahrscheinlich gefühlt 2 Millionen schwarze Minen, oder? Alles voll dort. Logisch. Okay, krass. Ja, das ist genau. Weil es ist der einzige Weg, richtig nah ranzukommen eigentlich. Klar, was ich auch schon gemacht habe, wer eins meiner Videos kennt, ich bin schon mal mit meiner Jodelblimp hier so lang geflogen in so einer anderen Base und der Luftfeger hat meine Blimp weggeschoben, dass sie dann genau pixelperfekt auf was gelandet ist und ich alles rausbekommen habe. Ich weiß nicht, wer sich noch daran entsinnen kann oder erinnern kann. Das war natürlich auch schon ein geisteskranker Move, ne? Das war übrigens die Geburtsstelle von der Jodelblimp. Von der gottlosen Jodelblimp, by the way. Geile. Ah, Base Layout ist krass, also. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass man da gar nicht so weit kommt. Ah, ja. Mal kurz vorbeijodeln, klar, kommen wir. Wenn jemand einen Angriff machen will, der kann auch hier vorbeikommen und hier einen Live-Angriff bei uns im Clan machen. Fühlt euch frei. GV CJ 2 der Dulli braucht eine Brille. Lima Yankee. Zen Game Berlin. Grüße gehen raus nach Berlin. Kommt ihr alle aus Berlin, oder? Die da jetzt hier im Clan drin sind. Adrian, fühl dich gegrüßt. Hand geschüttelt. Und jawohl, der König sieht sehr, sehr stabil aus. Ah, auch einer der geilsten Skins für den König. Fühle ich richtig, richtig. Ja, hier wieder Nutella. Ne? Da würde man ein bisschen mehr Bizeps bei der Königin sehen. Und natürlich der Zen Award nach. Auch geil. Wenn du alle Skins von dieser Art hast, dann hast du eigentlich richtig Geld ausgegeben. Und ich finde, alle Skins, wenn die alle, also König, Königin, Warden und die Gladi alle den gleichen Skin haben, in diesem Format hier, geisteskrank.
Kannst du Queen Charge gut, schlecht, schlecht, total schlecht? Wenn du am Anfang vom Stream gesehen hast, wie ich reingejodelt bin, das war ein Warden Walk, aber es ist vergleichbar, dann der Hasenskin trotzdem nicer. Absolut korrekt. Absolut. Der Hasenskin sah ja geisteskrank aus. Der hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Jetzt schauen wir hier mal rein. Jetzt schauen wir hier mal rein. Jetzt jodeln wir hier. Oh, er hat sich auch noch gegönnt, diese Szenerie, die ich auch geisteskrank geil finde. Mit diesem Drachen da. Was wert ist der Drachenjodel-Dulli mit dieser Szenerie? Das wäre doch eigentlich auch nur frech. Und das im Jahr des Drachen, ja? Fantastisch. Eigentlich wirklich ein Genuss. Aber wir haben hier, passet auf, ein Lado ausgebildet. Ich gut. Ihr müsst mir mal beibringen. Wir machen irgendwann mal einen Scipio Crashkurs. Der bringt mir meinen Livestream vorbei. Mahlzeit, Dominik, grüezi. Der bringt mir vorbei, wie man hier richtig, richtig Queen chargen sollte. Und ihr seht ja auch wieder hier eine Boxbase. Alle spielen Boxbasen. Wie kriegt man diese Dinger noch klein? Wann hört das endlich auf? Wann spielen die Leute wieder richtige Basen, wo man richtig jodeln kann? Verstehe die Unterwasserdrachenkombi nicht. Ja, es gibt ja im Chinesischen wahrscheinlich, ist jetzt eine Vermutung, ich kenne mich nicht aus, ja, ist jetzt nur eine Vermutung, die ich jetzt hier ganz wild aufstelle. Gibt es Wasserdrachen, Feuerdrachen, es gibt ja elementare Drachen wahrscheinlich. Also wie gesagt, hier bin ich nicht in der Professionalität drin, das ist rein eine Vermutung. Und vielleicht soll das hier einfach den Wasserdrachen darstellen. Maybe. Es könnte ja sein, oder? Kann das jemand googeln? Ich bin beeindruckt, du weißt, was eine Base ist. Ja, so ein Dulli bin ich jetzt auch nicht. Also Ringbasen, die kann ich gar nicht spielen. Da soll ich dann immer Super Bowler drauf spielen, das funktioniert gar nicht. Boxbasen, ist geisteskrank, was da mittlerweile passiert. Es wäre geil, wenn du jemanden in den Call holst für Strategien. Klar, das machen wir dann, das ist der Plan. Der SDFC-Streik wächst, 4 Leute mittlerweile, ihr könnt mich am Arsch lecken, wirklich. So, wir nehmen jetzt den hier mal an. Und dann kann der uns mal zeigen, wie man Clash of Clans spielt, der Moblan. Bin ich gespannt. Macht er hier auch gleich einen direkten Angriff? Gucken wir uns das kurz an. Aber du erkennst Ringbars, Box etc. Das scheitern die meisten schon. Ja, ich spiele ja jetzt auch eine Weile. Ich habe mich hier auch ein bisschen damit beschäftigt. Ja, Diamantenbasen, das erkenne ich schon, aber das war's dann auch schon. Wie löst man diese Rätsel? Ja, du siehst diese Rätsel, das sehe ich schon vor mir, aber wie löst man dieses Rätsel? Das ist die Frage. Okay, Koray, ich gucke mir den Clan an. Dann will ich aber wirklich geisteskranke Spenden sehen. Dulli im Einsatz. Ja, wir haben was gelernt vom letzten Mal noch. Batz, erstmal das hier machen. Und jetzt muss ich schauen. Zwei Quebec, Entschuldigung, zwei Quebec, Victor Uniform, Papa Zero, Victor Julia, Batz. Keine Suchergebnisse. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Okay. Ist das? Ach so, ist nicht vom Clan. Okay, pass auf, ich muss nochmal hier kurz. Jetzt muss ich dich nochmal suchen. Zu Quebec. Oh, diese Sucherei immer. Victor Uniform. Papa Zero. Victor Julia. So, let's go. Ich finde dich nicht. 2Q. Muss auf Community suchen. Suchen wir gleich. Sind wir befreundet? Sind wir befreundet, Koray? Weil ich sehe es nicht. Die Suche geht los. Ja, hier sind einige Inaktive mit dabei, die muss ich echt mal raussortieren. Nein, ich sehe dich leider gerade nicht, Koray. Ach, ist es dein Kürzel von deinem, ist es dein Spielerkürzel oder was? Ja, ich dachte, das wäre dein Clan-Kürzel, nicht Dulli. Also jetzt, wir probieren es jetzt nochmal. Jetzt muss ich kurz hochscrollen, damit ich dich finde. Da ist er. Zwo Quebec.
Den kann ich irgendwann auswendig. U. Nee, das nicht. P-U. Oh, J-J. So, jetzt. So, jetzt Clan betrachten. Okay, jetzt haben wir es gelöst, das Rätsel. Ja, so einfach kann es gehen, Freunde. So einfach. Alles gut. Aufwand, den betreiben wir gerne. Meisterliga 1. Okay, jetzt wir sehen hier. Oh, 37.000 Spenden. Junge, Junge, Junge. Das ist ja ganz wild. Fast 38.000. Die kriegt er noch hin. Okay, du hast mir nicht zu viel versprochen. 23.000. Boah, fast 30.000, 27.000, aber wild. Boah, ist ja richtig was los. 22.000. Also, ich muss sagen, das ist ein wirklich sehr aktiver Clan hier. Okay, du hast mir wirklich nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich ein hart, hart aktiver Clan. Sehr, sehr geil. Clan ohne Member. Grüße gehen raus an euch alle. Meisterliga 1. Aber ihr könnt eigentlich weiter sein als Meister 1, oder? Ihr könnt eigentlich in die Champions League hochjodeln. Sollte eigentlich mit diesem Rathaus 16er kein Problem sein. Guck mal, in was für einer Liga ihr da spielt. Also da erwarte ich jetzt aber schon was. Wir gucken uns mal kurz den Kriegslog an. Ja, sieht doch auch gut aus. Wobei ihr viele Niederlagen, ein paar Niederlagen mehr habt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das ist ja in der Findungsphase manchmal so, dass man da öfter verliert. Dritter Platz. Also ich empfehle euch mal wirklich wärmstens mal in die Champions League hochzujodeln. Da seid ihr gut aufgehoben. Haben wir hier was verpasst gerade? Nicht, oder? Greift noch jemand hier im CW an? Kann mir das jemand kurz sagen? Das sicherlich, aber die Gegner, die wir bekommen haben, sind schon krank in der CWL. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir gern. Wir haben das in der letzten CWL auch gemerkt. Und da haben wir wirklich auch richtig Glück gehabt, dass wir da aufgestiegen sind. Sonst hätten wir da richtig, richtig auf den Sack bekommen. Besuch jetzt Lord Sammy. Ja, ist gut. Der ist hier im Clan. Ihr müsst ja mal denken, ich muss einen nach dem anderen machen. Ich kann nicht alle gleichzeitig besuchen, Leute. Ihr müsst da. Dreht nicht durch. Der ist gar nicht bei uns im Clan, oder? Der ist nicht mehr da. Wo ist der schon wieder hin? Ach, ich ahne es schon. Warum eigentlich? Der ist im ersten FC Streik, oder? Kann das sein? Ihr könnt mich wirklich sowas von am Arsch lecken, langsam will mit euch. Ja, Lord Sammy Six ist da, aber doch nicht der Lord Sammy D, oder? Bin ich auch. Muss das sein? Ehrlich? Ist das euer Ernst? Soll ich das hier besuchen? Ja, der ist es. Ja, ihr seid ja so erwachsen, dass ihr jetzt in den Streikclan geht. Wirklich, ihr seid so erwachsen. Oh nein, ich fühle mich jetzt so getroffen dadurch. Ah, Wichser. Sage ich nichts mehr, wirklich nicht. Ich will angreifen. 11 Minuten noch. Oh man. Ihr trollt mich. Das ist nicht richtig, was ihr macht mit mir. Das ist nicht fair, was ihr macht. So, wir gucken uns den nächsten an. Der Jan, der will hier besucht werden. Das machen wir klar. So, Spieler suchen. Es ist so frech manchmal, wirklich. Die gehen da rein und denken dann Wunder, dass sie richtig erwachsen sind, wirklich. So groß seid ihr schon. Schau mal, Mami. Ich bin in den Streikclan gegangen, weil ich den Dulli, der da vor der Kamera sitzt, unbedingt eins reindrücken möchte. Ich bin so erwachsen. Ja. Das sind die Leute, die mich die ganze Zeit kritisieren. Ja, hartes Leben, wirklich. Richtig, richtig erwachsen. Du wirst noch die größere Macht werden, ja. Ah, wann kommt der Queen? Ich habe keinen Queen Charge ausgebildet. Das wirst du bei mir so schnell nicht sehen. Da musst du zu Itzu gehen oder zu großen Streamern. Ich glaube, der kann dir Dauer weiterhelfen. Ich glaube, der spielt auch einen richtig guten Queen Charge. Oder Skipio kann ich dir wärmstens empfehlen. Einer der krassesten Queen Charge Spieler, die ich kenne. Jetzt besuchen wir hier erstmal unseren Kollegen hier und der spielt Clash of Clans. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr schön. Also, solche Basen gefallen mir ja sowieso immer sehr gut. Das wisst ihr ja. Das macht mich ja sowieso immer sehr, sehr, ja, sehr glücklich.
Rathaus 16 Next, schöne Szenerie. Hier wird noch die Luftabwehr ausgebaut. Und natürlich, wer würde es auch nicht wissen, Wurzeldullis. Und hier auch wieder 6. Also seht ihr, hier werden wieder mit mehr Wurzeldullis gespielt. Mein Charge ist nicht so schlecht. Mein Queen Charge ist auch nicht so schlecht. Ah, mein Dulli Walk. Der war auf jeden Fall gottlos vorhin. 17. Also ihr spielt die wirklich mit Super Barbs. Also muss ich das, ich muss die Strategie auch weiter ausarbeiten. Spürt man diesen Nerf an den Wurzeldullis gerade aktuell? Oder ist es schon durch, dass sie genervt sind? Oder habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Kann mir da kurz jemand auf die Sprünge helfen? Sheesh! Phoenix Legends, ja, das wissen wir doch. Phoenix Legends. Ich muss sagen, Phoenix Legends. Ich war zur letzten CWL mit meinem Rush-Account dort und es hat diesem Clan so gut getan, dass die geisteskranke Wins gehabt haben, Herr, bisher. Schaut euch das an. Seit ich dort war, haben die dreimal hintereinander 100% geholt, ja? Da sage mir einer, ich tue den Leuten hier draußen nicht gut. Also, mir kann man ja viel vorwerfen, aber das nicht. Also, das ist, ja, schaut euch das an. Das wird grün, grün, grün sind alle meine Farben, ja? Das ist geil. Das ist wichtig, ja? Und schaut mal, wie dieser Clan gewachsen ist, ja? Jetzt sehen wir hier schon mal Rathaus 16er, die hier rumjudeln. Viel, viel mehr Push haben wir hier, viel mehr Legendenliga-Leute, die da spielen. Also von den Pokalen her ist der Clan auch gewachsen. Muss ich sehr sagen. Also ich, ehrlich, es hat den Leuten richtig, richtig gut getan. Strike ist zu Ende. Ich kau dir auf deinen Schnauzer, du kleiner Dulli, du Erwachsener, du. Oh, Kuschelmaus hat angenommen. Ich wollte ihn noch ein bisschen zappeln lassen. Ach, oh, Kuschelmaus. Salam. Salam alaikum. Sen So, ja, der Türken-Dulli kann auch Türkisch sprechen, ja, man kennt's, aber ich kann nur einzelne Sätze, die ich in Denizli gelernt habe, auf meinem Trip damals. Ja, Dulli ist international unterwegs, Freunde. So, Grüße gehen raus an die Türkei, ich hoffe, irgendeiner sieht das und empfängt die Liebe, die ich für dieses Land habe. Sorry, wusste ich nicht. Ich kann auch auf Türkisch beleidigen, ja. Kann ich auch. Aber das kann jeder. Das ist keine Kunst, das lernt man zuerst in der Schule. So, Melonen-Power-Rakete, jetzt bist du dran. Dich sehe ich schon die ganze Zeit im Chat. Es tut mir leid, dass ich das nicht gleich immer. Türkei, 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 ja. L000. U. Dulli. URL. Ist ja auch ein interessantes Kürzel, das du da hast. So, sucht, findet. Das hat jetzt lange gesucht. Das hat jetzt wirklich sehr, sehr lange gesucht. Melonenpower bei den Warriors. Sehr, sehr geil. Grüße. Oh, sogar ein Vize hier am Stissel-die-Dissel. Aber dein Spendenverhältnis, mein Freund, das ist ja 1200 zu 6300. Das finde ich ja gar nicht gut, du. Da hast du ja noch Nachholbedarf. Skins haben wir, ja. Bis auf den König alles sehr gewöhnlich und das ist auch okay so, das darf man auch so machen. Und dann gucken wir mal rein hier. Ja, frisch Rathaus 14 baut hier gerade mal das Rathaus auf die dritte Position aus. Rathaus 14 ist halt für viele gerade so der Way to go. Die meisten sind gerade auf Rathaus 14. Ja, also es ist auch eine geile Rathausstufe, muss man auch einfach dazu sagen. Auch hier wieder eine Boxbasis. Ja, es ist. Hasse es, aber es ist halt gerade der Way to go für alle gefühlt, für alle. Und um mich glücklich zu machen, spielen wir hier natürlich Hydra. Das sollte auch dem Letzten klar sein, dass das ja die geilste Strategie ist, die man hier gerade machen kann. Den hier. Du kannst mich am Arsch lecken. Das ist die Macht, die du nicht hast, Freundchen. Warte, ich lache mal so. Ich lache. Wie in One Piece, der mit der Fadenfrucht. Wie heißt der? Don Quixote. Ja, genauso lache ich, wenn ich dich ablehne. Du kleiner Dulli, du. Ich nehme dich nachher an. Fantastisch, Freunde. Genauso will ich das hier sehen. Livestream, das ist kein Mobbing. Das ist absolute Gerechtigkeit, ja, die du verdienst für deine Streikerei. Kommen wir wieder zum Wesentlichen. Ja,
Schauen wir uns den Clan natürlich noch an. Das wollen wir natürlich machen. Ich spiele zurzeit nur die Wurzelkrieger, weil Kyren zu einfach mit den Restart zu machen. Für dich sicherlich auch, ja, für so einen Bulli wie mich. Es braucht einfache Strategien manchmal. Einfache Strategien braucht's. Warrior, Grüße gehen raus. Guck mal, 4500 zu 0. Der braucht keine Truppen. Der versorgt sich selber, der Junge. Wahnsinn. Competitive, okay. Jetzt kommen wir hier zu einer ganz großen Sache. Also Profis, die hier am Berg sein sollen. Ja, ein guter Mix. Viele kleine Rathäuser auch noch, die ihr da wahrscheinlich damit hochzieht, hochpusht. Finde ich sehr, sehr schön. Haben wir hier einen Kriegslok? Ne, leider nicht. Einen Kriegslok hätte ich gerne noch gesehen. Leute, ihr müsst mal eure Kriegslok freimachen, wenn ich euch besuchen soll. Was ist dieses Competitive? Ja, das ist das Gegenteil von dem, was ich mache. Ja, das sind die Leute, die spielen können. Nicht so, die so eine Dulli sind wie ich. Du verlierst gegen den guten Rathaus 15. Rasier. Ja, nichts machst du, Freunde. Ich habe auch schon Rathaus 16er rasiert, ja. Vor dem Nerf. Vor dem Nerf der Dullis. Oh, King Nisaki ist ja gegangen. Wo willst du hin? Er ist wieder weg. Er kam nur zu Besuch wahrscheinlich und wollte ein, zwei Clankriege mitspielen. Wer will uns denn helfen mit dem Push in der nächsten Season? Platz 15, 50 ist deutschlandweit, wäre das Ziel. Update kommt noch. Okay, vorhin hat irgendjemand geschrieben, das Update wär schon da gewesen. Ich dachte schon, ich stehe im Wald. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Aber danke, Jonas, dass du mich daran erinnerst. Die trollen mich hier komplett weg und ich falle auch noch drauf rein. Das kannst du dir auch nicht. Klar, Jonas, komm gerne vorbei. Also Ziel sollte immer sein, dass wir wirklich auf Platz 50, dass wir wirklich da mal ein Zeichen setzen. So, da sagst du nichts mehr, oder was? Was soll ich noch sagen? Da fällt mir auch nichts mehr. Manchmal muss man auch mal die Klappe halten. Manchmal muss man auch mal schweigen. So, jetzt machen wir noch einen Besuch und danach möchte ich auch noch mal angreifen hier. Da will ich noch mal ein bisschen Action sehen. Und zwar Code DX Luce. Okay, ich hab's gesehen. 2 Lima Victor Papa Zero Papa Lima und die 9. Global oder DE? Deutschlandweit. Wir wollen in Deutschland erstmal Terror machen. Also, ja, natürlich auf eine positive Art und Weise. Ja. Wir wollen Spuren hinterlassen. Wir distanzieren uns natürlich von Terror jeglicher Art der negativen Schwingung. Waren schon Top 80 vor 3 Tagen. Ich weiß, ich hab's reingebastelt, aber das Ziel muss sein, Top 50 zu sein. Wir müssen den Kaiser imponieren. CODX Lys, wir sind doch schon da. Wir sind doch schon da. Wir sind doch schon bei dir. Ich habe doch dein Kürzel hier gerade eingegeben. Da sind wir doch. Er kriegt das gar nicht mit. Der spammt sein Kürzel hier in den Chat rein und kriegt gar nicht mit, dass er schon längst hier auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Was bist du für einer? Du musst den Stream schon gucken, du Dulli. Erste FC Dulli haut dir zu weg. Ich glaube, dass das jetzt, Stand jetzt, großes Potenzial ist beim ersten FC Dulli, aber ich glaube, um den zu stürzen, wirklich zu stürzen, reicht es noch nicht ganz. Aber auf jeden Fall mal, um dicke Hits auszuteilen. Das wäre schon mal ganz wichtig. Und er hat hier die ganzen Pixel-Skins. Geil. Also ich muss ehrlich sagen, zu Weihnachten diese Lebkuchen-Skins, die sind unmöglich, oder? Also ich finde die unmöglich. Die kann man nicht spielen. Also ich mag die überhaupt nicht. Ist jetzt schon möglich. Ja, ich glaube auch, dass das Potenzial ist doch da. Wir müssen nur Gas geben. Wie gesagt, wir brauchen einen richtig guten Tag, eine gute Tagesform. Man muss gut geschlafen haben. Itzu braucht eine schlechte Tagesform. Ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen investieren, dass mir Jonas oder so die Base vorher noch überspielt, dass ich da üben kann. Und dann, wenn alle Parameterwerte stimmen, dann kann man als Scharfschütze auch mal einen Schuss abgeben und trifft. Ja. Die Nachrichten kommen zu spät an. Oh, ja, YouTube ist ein bisschen verzögert, sorry. Ich sehe das immer, ich glaube, wir sind 10 Sekunden verzögert. Das ist auf YouTube, glaube ich, so, wenn ich das richtig entsinne. Oder auf dem Schirm habe. Deswegen gucke ich meinen eigenen Livestream gerade dort. So,
Jetzt wollen wir aber dich wirklich hier mal anschauen. Wie geil sieht diese Ecke hier aus? Also mal no joke. Open up. Hallo. Schön, dass du da bist. Du kleiner Kackduli. Der König, der sitzt hier in der stillen Ecke, hat der Scheiße gebaut. Hat er dich im letzten Angriff irgendwie alleine gelassen? Dass du den strafversetzt hast? Was auch hier wieder Wurzel. Also Wurzeldullis ist noch das Nonplusultra. Wir sehen es hier immer wieder. Es wird gerne gespielt, viel gespielt. Ich will Scharfschützen werden. Das ist wirklich eine Riesenaufgabe. Das ist wirklich, das wird dir alles abverlangen. Aber ich würde es dir von Herzen gönnen. Geh deinen Weg und mach das. Aber ich sag dir gleich, das ist nicht so leicht, das zu werden. Aber ich bin immer jemand, ich sage immer, greife nach den Sternen. Ja, setz dir ganz, ganz große Ziele. Und dann Vollgas, rein da. Immer rein da. Oh, warte, Chef, jetzt ist ja der Dulli doch hier drinne. Wir hatten den eingeladen. Warum passieren hier Dinge hinter meinem Rücken? Das verstehe ich nicht ganz. Also sehr, sehr geiles Layout, das du hier hast. Ich finde das hier klasse, wie du die ganzen Sachen da reingebastelt hast. Finde ich wirklich sehr schön. Und was finde ich noch schön? Das hier wollen wir uns noch angucken. Der Phönix-Clan. Also wir haben lauter Phönixe und ja, ihr könnt mir reinschreiben, was ihr noch für Träume habt. Darüber diskutiere ich auch gerne. Noch nicht Maxed? Ja, muss auch noch nicht Maxed sein. KSK-Aufnahmeprüfung ist möglich. Also auch alles ist möglich, sonst wird es es ja nicht geben. Alles ist möglich. Es muss nur hier oben möglich sein. Du musst an dir arbeiten, an deiner Persönlichkeit arbeiten, Grenzen überlaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, es ist total möglich. Und ich traue das jedem zu. Menschen, die tagsüber träumen, die sind gefährlich. Tagträumer, die erfüllen sich diese Ziele auch. Also arbeite an dir, so hart es geht, gib Gas und dann mach das. Klare Sache, also gibt es nichts zu diskutieren. Da hast du absolut recht. Willkommen im Phoenix-Clan. Ja, spendenaktiv ist immer richtig und wichtig. Und der übliche Spaß. Und wir sehen hier auch ganz, ganz viele große Rathäuser schon, die uns hier entgegenlächeln. Haben wir hier einen Kriegslog? Klar, der hat ihn offen. Das ist schon mal gut. Gibt schon zu wenige bei der KSK, ja, weil viele trauen sich das auch einfach nicht zu. Und die Aufnahmeprüfung wird schon, glaube ich, ein Riesenhit. Also, aber ich werde dir da keine Angst machen, sondern ich werde das befürworten, dass du das machst. Bin weg, esse was und gucke die Tage meinem Clan vorbei. Koray, danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Stream oder Video, was auch immer als erstes eintreffen wird. Bis dann und lass es dir gut gehen. Was haben wir hier noch? Ja, dicke Hits, die hier ausgeteilt werden. Finde ich gut. Viele, viele Wins. Geil. Grüße gehen raus. So, Freunde, jetzt gucken wir, dass wir noch einen finalen Angriff machen, oder? Einen finalen Hit setzen. Oh, wir könnten sogar. Dann machen wir das. Lasst uns angreifen, Freunde. Lasst uns hier für Gerechtigkeit sorgen. Und wie es immer so ist, kriegen wir erstmal ein Rathaus 16er gestellt. Okay. Wir wollen Dinge tun. Und zwar, wir müssen uns richtig konzentrieren jetzt, weil hier darf jetzt nicht mehr viel schief gehen. Und ich habe hier einen Plan. Eins, erstmal provozieren. Babatz. Der muss gar nicht weit kommen. Der muss genau bis hierher kommen. Zwei, drei und vier. Und eins und zwei und drei und vier. Und dann könnte das eigentlich schon ganz gut werden. Hier sollten wir doch eigentlich Monolith bekommen. Zwei, drei, vier. Und jetzt müssen wir noch das Rathaus kriegen. Das wäre Knorke. Oh, muss ich hier freezen? Kriegen wir das Rathaus? Nein, die schießen nicht auf das Rathaus. Immer so eine kurze, knappe Geschichte noch. Schade, dass sie das nicht hinkriegen. Aber fast 30% rausgeholt ist eigentlich nicht verkehrt. Gut, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir hier absolute Gerechtigkeit. Jetzt habe ich halt den schon wieder gewastet, ne? Diesen scheiß Kack, aber kannst du halt nichts machen. Und jetzt pimmeln wir hier über die Ecke rein. Soll man eigentlich nicht machen mit der Hydra, mache ich trotzdem. Einfach weil ich es kann. Ja, ist klar. Da kommt der E-Drache. Wenn der E-Drache da ist, dann werde ich zünden. Oh, dicke Hits, ganz, ganz dicke Hits hier, die hier passieren. Aber wichtig, dass wir da die Luftabwehr rauskriegen. Jetzt zünden wir, dann kann der E-Drache uns nämlich gar nichts.
Der König hat da schon für Gerechtigkeit gesorgt. Okay, das ist gar nicht mal so unwichtig. Jetzt müssen wir den Single Inferno rauskriegen und dann sollten wir eigentlich gucken. Ja, da ist die Luftabwehr draußen. Wichtig. Und jetzt geht es hier schon mal Richtung Rathaus. Auch das ist gar nicht so verkehrt. Jetzt muss ich hier, ich muss zünden, weil sonst kommt der König und der geht mir richtig auf die Eier. Okay, Rathaus ist gefallen. Jetzt wäre noch wichtig, dass wir da den Scattershot kriegen. Bitte einmal den Scattershot rausjodeln. Danke. Ah, es werden, glaube ich, nur hohe Prozent. Ich glaube nicht, dass es 3 Sterne werden, oder? Nee, leider nicht. Oh, dicke Hits. 88%, schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Hat leider nicht ganz funktioniert, aber ist nicht weiter tragisch. Update ist schon da. Izu hat ein Video gemacht. Ja, bei Izu laufen die Uhren ein bisschen anders, mein lieber Patrick. Da passieren die Dinge schon ein bisschen früher. Davon nicht blenden lassen. Das Update wird dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen. Aber bei den Content-Creatoren ist es immer so, dass die Dinge schon ein bisschen verfrüht eintreffen, habe ich so manchmal das Gefühl. Im Sommer. Meinst du, es kommt erst im Sommer? Ich dachte, dass die jetzt das Frühjahrsupdate nutzen wollen. Moin, kennst du mich noch? Na klar, Skillory, kenne ich dich noch. Ich habe schon besucht. Na Logo. Das vergesse ich doch nicht. Und ich habe dich schon oft in den Kommentaren wiedergefunden. Das ist auch ein Fakt. Update kommt die Tage, ja. Neo Royale, glaube ich auch. Das ist. Ja, Update. Er hat einen Entwickler-Account. Ja, sag ich ja. Der kriegt die Dinge immer mal so ein bisschen vorher, weil der soll das ja auch zeigen, das Ganze. Ich finde es heftig geil, dahin zu gehen. Trainiere jetzt schon knapp einen Monat für diese Aufnahmeprüfung. Klar. Ja, mach das. Mach das. Gib Gas, gib jeden Tag Gas und dann wird es werden. Halt mich da gerne auf dem Laufenden, mich interessiert das sowieso immer. Und dann geht's los. Und dann will ich aber was sehen, Kuschelmaus. Dann muss aber was laufen. Die Clash of Clans spielende Kommandosoldatin. Heute war der erste Sneak Peek. Sneak Peek. Steak Peek. Cool. Ja, Freunde, ich würde sagen, hier passiert jetzt nichts mehr. Ich glaube, dass hier auch im CW keiner mehr seinen Angriff setzt. Ich glaube, hier ist durchgeschossen. Da kann man eh nur noch auf Loot gehen. Dann fängt jetzt nämlich an. Ich mag auch Steaks. Steaks sind geil. Guten Steaks habe ich am allerliebsten. Guinness Buch der Rekorde. Sure. Am 1.3. kommt. Okay, bin ich gespannt. Ja, ich bin halt noch nicht so weit, dass ich halt auch einen Dings-Account habe, dass ich die Sachen ein bisschen früher kriege. Vielleicht kommt das eines Tages, wenn wir mal ein bisschen größer sind. Dann kann ich euch natürlich auch über die Dinge auf dem Laufenden halten. Da lacht die Sonne immer so schön. Ja, das glaube ich dir sofort. Meine lieben Freunde, Daue und Co., wir machen morgen einen Freundschaftskrieg, habe ich gehört. 5 gegen 5, würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, wenn das Angebot immer noch steht. Dann treffen wir uns morgen, nämlich guck mal, wer da aufgestanden ist. Habe ich nicht vorhin noch gesagt, der träumt noch von meiner Hydra und jetzt ist er da. Guck, jetzt ist er auferstanden, der Weini. Ja, ich küsse dein Herz, grüße, dass du da bist. Du bist gerade richtig gekommen, denn wir wollten den Streamende gerade beenden. Ich komme dann in den Voice gleich rein, Daue. Ich muss nur erstmal auf die Toilette mein Wasser lassen und dann kümmern wir uns um den Rest. Dann komme ich rein und dann können wir schwätzen wegen morgen. Dann machen wir erstmal einen fetten 5 gegen 5, würde ich sagen. Da habe ich Bock drauf. Ich glaube, da kommt auch Dr. Nörgel wieder zurück, wenn er nicht schon zurück ist. Gelegt mitten am Morgen. Ja, ich weiß, bei dir fängt der Tag jetzt erst an, meiner ist schon fast zu Ende. Du weißt ja, dass ich früh schlafen gehe. Aber schön, dass du reinschaust. Ehrt mich natürlich, wirklich. Sehr, sehr schön, Weini. Dankeschön. Bring mir einen Döner mit. Hier bei mir auf dem Dorf kann ich dir höchstens eine Kuh mitbringen. Aber keinen Döner, du. Du weißt doch, dass ich das nicht kann. Dann gehen wir alle mal Kaffee trinken irgendwann. Irgendwann machen wir das. Ich komme vielleicht, ich weiß nicht, wann der Film, wann die Dreharbeiten beendet sind. Wenn ich mit den Dreharbeiten so wieder zurück bin, dass ich auf die Gamescom kann, dann komme ich auf die Gamescom, dann können wir Döner essen.
dann aber richtig, dann wird richtig Döner gegessen, meine lieben Freunde. Aber jetzt würde ich sagen, beenden wir den Streamer nach fast 2 Stunden. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Morgen fetzen wir uns mit Daue, Jonas und Co. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall jetzt erstmal ab. Wünsche euch noch einen wunderschönen Samstagabend. Genießt es, lasst euch alles schmecken. Guckt später bei Weini rein, der wird safe heute noch live gehen. Vielleicht wird auch noch ein anderer Streamer live gehen. Genau, immer supporten ist richtig und wichtig. Mache ich auch. Dave Fiedler, nicht Daue. Aber sogar Itzu sagt Daue zu ihm. Daue ist richtig, ja? Itzu hat es ja auch zu mir geschrieben, dass es Daue ist. Weil ich hier jetzt hier nicht mich durcheinander bringen, Kollege, sonst klatsche ich dir eine. Du spürst in 10 Jahren auf meine Beerdigung noch. Die Faust, die kommt durch den Bildschirm durch, so schnell kommst du, Gucker, du kleiner Schwab, du. Freunde, ich will jetzt aber den Stream wieder beenden, weil die Blase drückt und ihr schaut später noch bei dem Herrn Weini vorbei, der bestimmt heute noch streamen wird. Und wenn nicht heute, dann morgen. Und dann sehen wir uns morgen zum Stream wieder, denn wir werden uns natürlich mit Daue und Co. anlegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Melde mich ab. Clash auf, ihr Lieben. Und ich würde ja auf euch trinken, aber die Kiste ist hier schon wieder leer. Hol mal den letzten Schluck noch raus. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr supportet habt. Das ist immer wirklich sehr richtig und wichtig. Und an alle anderen Liebe da lassen. Genau. Wichtig, wichtig, wichtig. Vergesst nicht, Admin zu machen. Mache ich jetzt sofort. Lass mich kurz zum Ölwechsel gehen. Und wenn ich dann wieder komme, mache ich dich zum Admin und danach schwätze ich kurz mit Jonas und Daue wegen morgen. Und dann sollten wir das alles unter Kontrolle kriegen, okay? Freunde, macht's gut! Tschüssi! Und denkt immer dran, ihr sollt nicht durchdrehen. Ihr sollt einfach nicht durchdrehen, Freunde. Ciao!